Herzlich willkommen zum digitalen Bürgerdialog. Wir wollen Sie informieren zum Planfeststellungsverfahren über den viergleisigen Bahnausbau zwischen Ströndorf und Hallstatt, so heißt das Ganze offiziell. Schwerpunkt dieser 8,5 Kilometer langen Strecke ist dabei natürlich der Ausbau durch die Stadt Bamberg selbst, und zwar entlang der bestehenden Trasse, also der bestehenden zwei Gleise. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Heiner Krämer. Ich beschäftige mich schon seit 1990 journalistisch mit dem Projekt VDE 8, also Verkehrsprojekte Deutsche Einheit. Es sind über 30 Jahre zu dieser 500 Kilometer langen Aus- und Neubaustrecke zwischen Nürnberg und Berlin, die ja größtenteils schon in Betrieb ist und momentan der Knotenpunkt, der noch fehlt, ist Bamberg. Darüber soll es heute gehen. Ich habe das Vergnügen, Sie durch diesen Bürgerdialog der Bahn zu begleiten, der speziell den Bahnknoten Bamberg im Blick behält. Und damit das Ganze auch für Sie ein Vergnügen wird und kein technisches Fiasko, haben wir noch ein paar Tipps für Sie. Wir sehen dazu eine Folie. Wir sehen sie momentan nicht. Ich hoffe, Sie sehen sie. Und zwar geht es speziell darum, wie benutze ich das Ganze? Hören Sie uns im Stream, Lautsprecher einmachen und dergleichen mehr. Diese Punkte beherzigen. Falls Sie die nicht haben, wechseln Sie einfach zu einem Handy oder zu einem anderen Browserprogramm, damit Sie uns auch hören können. Jetzt ans Eingemachte. Kurz erklärt, um was geht's überhaupt bei dem Projekt und warum braucht es das überhaupt? Also das sind die Fragen, die wir uns stellen, und dazu haben wir einen kurzen Film vorbereitet, der das Gesamtprojekt in Kurzform zusammenfasst und ganz speziell auf den Bahnknoten Bamberg eingeht, und den wollen wir uns zusammen anschauen. Bamberg, ein traditioneller Verkehrsknotenpunkt. Hier halten die Züge aus der Region. Von hier fahren seit Dezember 2017 die ICEs über die Schnellbahntrasse in rund 2 Stunden 45 nach Berlin. Gut 1,5 Stunden schneller als zuvor. Auch ein Regionalzug über Coburg nach Sonneberg benutzt die neue Trasse. Nördlich von Bamberg, ab Breitengüßbach, ist die Strecke bereits um 2 elektrifizierte Gleise erweitert worden für künftige Geschwindigkeiten bis 230 km/h. Auch die Bahninfrastruktur in Bamberg soll zukunftsfähig gestaltet werden. Auf 2 Gleisen für den kommenden S-Bahn- und Regionalverkehr, auf 2 weiteren Gleisen für den schnellen ICE-Verkehr. Der Ausbau der Eisenbahn-Nord-Süd-Achse durch Deutschland geht damit weiter. Der Abschnitt Bamberg ist der Schlussstein des größten deutschen Bahnmodernisierungsprojekts der letzten Jahrzehnte. Die Stadt Bamberg und ihre Einwohner werden von der besseren Erreichbarkeit vielfältig profitieren. So ergeben sich positive Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft und den Tourismus, mehr Sicherheit im Verkehr durch neue Straßen- und Wegekreuzungen und eine Entlastung von Umwelt und Natur durch ausgebaute Schienenwege. Schon in den 90er Jahren gab es Pläne für einen viergleisigen Ausbau im Stadtgebiet. Im Jahr 2012 wurden sie wieder aufgegriffen. Der Koordinierungskreis Bahnausbau bündelte die Meinung der Beteiligten: Bürger, Behörden, Vorhabenträger, Vereinigungen. Ausgangspunkt der neuen Diskussionen im Gremium war das Verhältnis der Höhe der geplanten Schallschutzwände zu den Sichtachsen durch die Stadt. 9 Varianten wurden geprüft und bewertet, 3 wurden vertieft betrachtet. Die Variante mit einer ebenerdigen Durchfahrung, die Tunnelvariante und die Ostumfahrung. Diese Variante wurde in einem Stadtratsbeschluss von 2016 ausgeschlossen. Die beiden verbliebenen Varianten sind im Koordinierungskreis und auf mehreren Veranstaltungen beraten und erläutert worden, unter anderem auch bei Bürgerversammlungen, so wie dieser im Februar 2018. Am 6. März 2018 kam der Stadtrat in Bamberg zum politischen Variantenentscheid zusammen. Die Tunnelvariante wurde abgelehnt. Eine große Mehrheit stimmte für die Durchfahrungsvariante.
Bei der Variante mit ebenerdiger Führung der zwei neuen Gleise werden die vorhandenen Eisenbahnbrücken erweitert und dabei erneuert. Unter anderem an der Forchheimer Straße, an der Geisfelder Straße, an der Memmelsdorfer Straße. Die Straßenüberführungen werden ebenfalls erneuert, zum Beispiel die Straßenüberführung Pfisterberg an der Starkenfeldstraße sowie die Straßenüberführung Kronacher Straße. Wichtiger Teil des Projekts: erstmals werden die Anwohner auf Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen umfassend vor Lärm geschützt, durch modernste, hochabsorbierende Schallschutzwände. Neben diesem aktiven Schallschutz sind passive Maßnahmen vorgesehen: Schallschutzfenster, Dämmlüfter. Um die städtebaulich wichtigen Sichtachsen in der Weltkulturerbestadt zu erhalten, kommen Lärmschutzwände zum Einsatz, die unter anderem transparent, begrünt und in Teilen verkleidet sind. Grundlage hierfür ist der Rahmenplan Lärmschutz und Gestaltungsanforderungen der Stadt Bamberg, in dem auch ein Gestaltungswettbewerb vorgesehen ist. Um den Flächenverbrauch im Gärtnerland in der Nordflur so gering wie möglich zu halten, wird bei der weiteren Planung die Linienführung der Verbindungskurve nach Schweinfurt optimiert. Das Land Bayern hat die DB Netz AG mit der Planung des Haltepunkts Bamberg Süd beauftragt. Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens erfolgen die Hauptbauarbeiten. In den eingereichten Planänderungsunterlagen zum Baurecht sind schon viele Interessen abgeglichen worden. Es gab umfangreiche Diskussionen, vor allem zu den Themen Lärmschutz und Bauablauf. Geplant und gebaut wird nach der derzeit modernsten Arbeitsmethode. BIM, Building Information Modeling, ist Bauen in der digitalen Welt. Über die gesamte Planungs- und Bauzeit bleibt die DB Netz AG im Dialog mit Anwohnern und Interessierten, auf einer digitalen Plattform und in einem Infopunkt. Das war schon mal ein guter Überblick für uns alle, trotzdem noch ein paar Fakten, um das Ganze zu verdeutlichen. Dieser Ausbau ist das allergrößte Infrastrukturprojekt, das es in Bamberg in der gesamten Geschichte jemals gegeben hat. Und das sind immerhin über 1000 Jahre. Und da ist der Dombau auch schon dabei. Der war dagegen eigentlich mickrig. Deshalb noch was zum Zeitplan und zu den Dimensionen. Baubeginn soll in 2 Jahren sein. Es ist 2023. Und wenn es richtig gut läuft, dann wird man, so ein paar Restarbeiten ausgenommen, 2031 mit dem Bauen fertig werden. Das heißt, von heute aus gesehen sind das 10 Jahre. Da müssen Grundstücke gekauft werden. Da müssen Brücken weg, neue gebaut werden. Straßen werden gesperrt. Es braucht Schallschutz entlang der gesamten Strecke und nicht nur Schallschutzwände entlang der Trasse, sondern auch individueller Schallschutz für rund 3300 Wohnungen und. Anders ausgedrückt: die kommenden 10 Jahre, die werden nicht immer angenehm und lustig werden. Und es sind Belastungsproben nicht nur für die Leute, die entlang der Trasse ihre Wohnungen, ihre Häuser haben, sondern für alle Bamberger, weil es wird Staus geben durch die Straßensperrungen. Es wird ganz deutlich schwierig. Und wenn man es richtig sieht, dann ist Corona längst Geschichte und man ist immer noch am Bauen. Deshalb ist jetzt dieses Planfeststellungsverfahren, über das wir heute informieren, das ja noch läuft und bis zum 31. gerade verlängert wurde. Das ist so wichtig, weil man jetzt seine Einwendungen einbringen kann und auch soll. Wenn der Bau erst läuft, dann lässt sich daran kaum noch was verändern. Also was ist so ein Planfeststellungsverfahren überhaupt? Das ist ein förmliches Verwaltungsverfahren, in dem der Bauplan für ein ganz konkretes Projekt, das kann eine Autobahn sein oder eine Talsperre oder auch im konkreten Fall für diese Bahntrasse durch die Stadt, das wird jetzt verbindlich und im Detail festgelegt. Diese Pläne, die liegen aktuell aus. Und zwar haptisch kann man die anschauen vor Ort, man kann sie aber auch im Internet durchblättern. Das sind
geschmeidig gesagt, in Papierform 18 prallgefüllte Leitsordner. Also wer sich da komplett durcharbeitet, der ist gut beschäftigt. Da sind alle Pläne zur Trassenführung drin. Die Grunderwerbspläne, was sich an Straßenunterführungen, Brücken ändert, bis hin zum Lärm und zu den Erschütterungsuntersuchungen und natürlich zur Umweltverträglichkeit. Und das sind jetzt nur ein paar Stichpunkte. Diese Unterlagen kann man jetzt noch bis zum 31. März einsehen und dann seine Einwendungen bis zum 14. April, Sie sehen es noch auf der Folie, der Regierung von Oberfranken vortragen. Die Träger öffentlicher Belange, die haben da noch ein paar Tage länger Zeit. So, die bearbeiten das dann. Es gibt ein Anhörungsverfahren, es gibt Erörterungen und im Bedarfsfall, wo man sagt, da müssen wir nochmal neu denken, gibt es Planänderungen. Und letztlich die Genehmigung. Diese Genehmigung nennt man dann den Planfeststellungsbeschluss und das heißt nichts anderes, einfach ausgedrückt, es herrscht dann Baurecht, das heißt, dann können die Bagger loslegen, man kann bauen und deshalb nochmal zusammengefasst in der Folie der gesamte Verlauf so eines Verfahrens. Bevor ich Ihnen jetzt noch die Experten der Bahn vorstelle, die gleich direkt Ihre Ansprechpartner zu Ihren Fragen im Chat sein werden, wird auch der Oberbürgermeister der Stadt Bamberg schnell das Wort an Sie richten, Andreas Starke. Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, beim Bahnausbau handelt es sich bekanntlich um das größte Verkehrsinfrastrukturprojekt in der jüngeren Geschichte unserer Stadt. Bamberg liegt da bekanntlich an der Ausbaustrecke München-Ebensfeld und von dem Bahnausbau sind jetzt 8,5 Kilometer Stadtgebiet betroffen. Das ist das letzte Teilstück auf dieser Ausbaustrecke und es wird weitreichende Folgen in den nächsten Jahren für alle Bürgerinnen und Bürger haben. Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, dass man sich an der Auslegung beteiligt, dass man seine Einwendungen auch vorträgt. Und nach der Planungsphase, wir gehen davon aus, dass der Planfeststellungsbescheid Ende 2022, Anfang 2023 ergeht, wird sich dann die eigentliche Bauphase anschließen. Dann wird es entscheidend darauf ankommen, das Baustellenmanagement so zu gestalten, dass eine Teilung der Stadt vermieden wird. Wir sollten heute schon damit beginnen, diese Bauphase im Blick zu behalten, damit hier eine kluge, eine stadtgerechte und eine vorausschauende Planung der Baumaßnahmen auch sichergestellt wird. Danke, Herr Oberbürgermeister. Das Grußwort wurde vorab in Bamberg direkt im Rathaus aufgezeichnet. Wenn Sie bereits erste Fragen haben, nutzen Sie Ihre Chatfunktion. Unsere Kollegin Susanne Holthorp bündelt Ihre Fragen und die wird sie an die Experten weiterleiten. Wir wollen versuchen, heute so viele Ihrer Fragen wie irgend möglich bis 22 Uhr direkt zu klären und zu beantworten. Was wir nicht schaffen, wird binnen einer Woche schriftlich beantwortet und kann auf der Internetseite nachgelesen werden, also www.knoten-bamberg.de. Also da werden Sie die Antworten auf all Ihre Fragen finden, die wir nicht direkt hier schaffen. So, ich gehe davon aus, jetzt bräuchte man noch die Ansprechpartner, die Folie. In der Stadtverwaltung Bamberg, ich fange mal mit dem ersten an, da gibt es ja den geflügelten Ausdruck, der hat den Hut auf. Und das ist immer derjenige, der das Gesamtprojekt leitet und letztlich das Sagen hat. In unserem Fall Bahnknoten Bamberg ist das von Seiten der Bahn Alfons Blender. Guten Abend, Herr Blender. Guten Abend, Herr Krämer. So, wir kennen uns ja schon länger. Sie sind Architekt, also eher der Praktiker als der große Theoretiker in Sachen Bau. Und es ist auch nicht Ihr erstes Großprojekt. Sie kommen, sage ich jetzt mal so, die letzten 7 Jahre waren Sie im Süden von Erlangen beschäftigt. Ja, ich bin jetzt schon 7 Jahre auf der VD8 unterwegs, also die Schnellbahnverbindung von München nach Berlin. Und wie Sie sagen, 7 Jahre Strecke und jetzt noch 7 Jahre Knoten. Also auch so Durchfahrungen sind für Sie nichts Neues. Ich erinnere mich lebhaft,
Damals gab es noch kein Corona, da hatten wir Bürgerdialog in großen Sälen. Da ging es um Forchheim, um mal so direkt eine benachbarte Stadt zu nennen. Also auch so eine Durchfahrung ist Business as usual wäre nicht gerecht, weil es ist immer, jede Stadt hat so seine eigenen speziellen Probleme, jede Streckenführung ist besonders. Aber als Projektleiter ist Ihnen das Vorgehen per se nichts Neues. Da haben Sie recht. Im Prinzip ist es nichts Neues, aber der Knoten Bamberg hat natürlich besondere Reize, weil tatsächlich die Durchfahrungslösung mehr oder weniger fast jede Zufahrtsstraße von Bamberg trifft. Also wir werden also massiv hier in den Stadtverkehr von Bamberg eingreifen. Da werden viele Brücken und Unterführungen zu erneuern sein und da werden auch noch Straßensperrungen kommen, Umleitungen und so weiter und so weiter. Mal abgesehen von, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte von Leitungen, die wir auch anfassen werden und treffen werden, von denen wir wissen, da werden sicherlich noch ein paar dazukommen, von denen wir noch nichts wissen. Das ist sicherlich eine Herausforderung, das Ganze natürlich unter, ich sag mal, rollenden Rädern, weil der Zug muss fahren und die Autos sollen auch weiterfahren. Also ich bin, wir sind hier in Erfurt, also ich komme aus Bamberg, 48 Minuten hat der Zug gebraucht von Erfurt, von Bamberg nach Erfurt, das wird er auch wieder brauchen, zurück. Also die Strecke ist ja schon da und auch die Bamberger profitieren ja auch längst davon, von diesen sehr schnellen Anbindungen. Das schafft man mit dem Auto, egal was man für uns hat, auf keinen Fall in dieser Zeit. Danke zunächst, Herr Blender. Wir werden nachher noch im Detail etliches von Ihnen hören. Aber es sind auch noch für spezielle Lösungen Leute da. Zum einen möchte ich nennen den Carsten Langbein. Der realisiert seit 2008 für die DB Netz ganz unterschiedliche Investitionsprojekte. Er ist Teamleiter für die technische Ausrüstung und er arbeitet auch bereits seit 2016 am Knoten Bamberg. Also auch er jemand, der sich da schon komplett zu Hause fühlt, auf gut Deutsch. Ich komme zum nächsten Teamleiter im Bereich Bautechnik, ist Martin Schellhardt. Auch er ist nicht neu auf der Strecke. Von 2001 bis 2017 war er bautechnisch für die anspruchsvolle Neubaustrecke zwischen Ebensfeld und Erfurt zuständig. Also damit ist er Gott gegeben, der Experte für Brücken und Tunnel. Anders geht's gar nicht. Und natürlich für komplizierten Ingenieurbau. Wir kommen zu Hans Höck. Er ist wichtiger Ansprechpartner für alle, die nah an den Gleisen wohnen in Bamberg, denn er ist der Experte für Lärmschutz und Erschütterungen, die ja auch durch Züge und Güterzüge verursacht werden können. Er ist Prokurist im Ingenieurbüro Möhler und Partner und er ist gleichzeitig der Leiter im Zweigbüro Bamberg. Also Sie merken schon, es wird Zeit, über die Planungen im Detail zu reden. Den großen Überflug haben wir Ihnen schon geliefert. Jetzt geht es darum, wie schaut es durch Bamberg aus? Und diese Planung wird Ihnen, Herr Blender, jetzt in einem stark illustrierten Vortrag mit vielen Folien näher bringen. Bitte, Herr Blender. Ja, ich habe hier einen kleinen Vortrag vorbereitet. Im Wesentlichen beziehe ich mich auf die Unterlagen, die auch in der bei der Regierung von Oberfranken ausgelegt sind, damit sie sich auch wiederfinden. Und die Leute, die noch nicht geguckt haben, die werden hier Folien finden, die sie dann auch sehen werden, wenn sie tatsächlich unter der Webseite oder unter dem Link der Regierung von Oberfranken die Auslegungsunterlagen für die dritte Planänderung sich ansehen wollen. Während der zur Vorbereitung, zur Prüfung und auch vielleicht Vorbereitung eventueller Einwendungen oder Anregungen. Wir haben ja im Prinzip schon größeren Vorlauf gehabt. Also in den 7 Jahren, wo ich noch auf der Strecke war, wurde in Bamberg ja oft heftig diskutiert. Das Ganze unter dem Begriff Variantenentscheid. Da gab es ja verschiedene Überlegungen, also die Umfahrung, die Untertunnelung. Bis dann 2018, Anfang 2018, praktisch per Stadtratsbeschluss, die Entscheidung gefallen ist für die sogenannte Durchfahrungslösung. Und das ist auch der Gegenstand der dritten Planänderung, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Also wir wollen jetzt nicht nochmal zurückgucken über das, was in den Jahren davor diskutiert worden ist, sondern tatsächlich die Absprungbasis ist die Durchfahrungslösung. Und die Durchfahrungslösung hat natürlich auch zur Folge, dass, was wir eingangs schon gesagt haben, wir werden viele Schnittstellen mit der Stadt Bamberg haben. Das ist aber jetzt nicht unbedingt zum Nachteil der Stadt, weil bei der Gelegenheit gerade ja doch in vielen Teilen abgängigen oder überholungswürdigen Eisenbahnüberführungen oder Unterführungen erneuert werden und insbesondere auch aufgeweitet werden. Das ist bei fast allen Kreuzungen Anliegen der Stadt gewesen,
oder ein sogenanntes Verlangenwissen, Kreuzungsrecht heißt, dass wir dort die Unterführungen aufweiten, sprich verbreitern oder vertiefen und auch die Querungsmöglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer verbessern. Das werden wir auch gleich im Einzelnen sehen. Von daher lassen Sie sich nicht abschrecken. Das sind eine ganze Menge Folien, aber wir werden mal, ich glaube, relativ zügig durch sein, damit wir dann anschließend auf Ihre Fragen auch eingehen können. Wir können dann auch zurückblenden auf diese Folien oder wir gehen direkt dann praktisch über den Link auf die ausgelegten Unterlagen, um uns dann den Plan eventuell im Detail noch anzusehen. Bei Fachfragen, wie gesagt, insbesondere zum Thema Schaden und Erschütterung, da greifen wir dann auf Herrn Höck zurück. Er hat ja auch umfängliche Erfahrungen schon mit derartigen Terminen. Tatsächlich früher immer live. Jetzt der Bildschirm ist auch für mich neu, aber in den letzten Monaten haben wir ja alle schon ein bisschen gelernt, permanent in die Glotze zu gucken und auch da eine Kommunikation zustande zu bringen. Und ich hoffe, das gelingt uns heute Abend auch. Und ich hoffe auch, dass es gelingt, dass wir Ihre Fragen richtig verstehen, aufnehmen und Ihnen auch eine Antwort mitgeben können, mit der Sie was anfangen können. Ich will vielleicht noch eins vorab sagen, weil wir zurzeit noch in der Auslegung sind. Und dann gibt es ja die Einwendungsfrist. Wir haben mal eben gesehen, da gibt es eine verlängerte Frist. Es gibt ja so drei vorlaufende Verfahren schon, also die erste und zweite Planänderung und die Planauslegung, die erste Planauslegung, zu denen es auch jeweils Einwendungen gegeben hat. Die behalten alle ihre Gültigkeit in den Verfahren, damit Sie das wissen, wenn Sie jetzt die Unterlagen angucken und sagen, ich hätte da noch den und den Hinweis. Sofern die Planung noch zutreffend ist, in Teilen haben wir es ja geändert, haben diese Einwendungen immer noch Gültigkeit und die werden auch mit von der Genehmigungsbehörde beachtet. Also Sie müssen nicht doppelt schreiben, Sie können sich wirklich konzentrieren auf das, was neu ist. Den Rest haben wir gespeichert, wir haben diese komplett alle Einwendungen sind bei uns erfasst und die werden dann auch praktisch in die Abwägung mit einbezogen. So, das heißt also, dann kommen wir tatsächlich jetzt zur Befahrung. Die Befahrung ist ja das letztendlich, was auch ausgewählt worden ist als Variante. Die zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus und die wesentliche Aufgabenstellung ist tatsächlich, dass wir mit den beiden Hochgeschwindigkeitsgleisen einmal durch Bamberg fahren, kommen von Breitengüßbach-Hallstatt Richtung Strollendorf-Nürnberg. Und das heißt, dass dazu der Bahnhof einerseits umgebaut werden muss, weil wir natürlich keine 230er-Fahrzugfahrten an Bahnsteigkanten haben wollen. Das heißt, wir brauchen auch zwei Durchfahrtsgleise. Wir müssen den Knoten Richtung Schweinfurt, den müssen wir entknoten, dass dort kreuzungsfrei tatsächlich gewechselt werden kann und die Züge da auch wirklich in einem Zug durchkommen. Das ist ja im Bereich der Kronacher Straße, Gleisdreieck, ziemlich große Schwerpunkt, große Baustelle. Und nach Süden raus, praktisch ab der Bahnhofsspitze, ab der Südspitze des Bahnhofs, bauen wir zwei zusätzliche Gleise, also insgesamt vier Gleise. Wir bauen rechts der Bahn, also auf der Ostseite, durchgängig. Das gilt auch dann für den Anschluss Richtung Hallstatt Breitengüßbach. Auch da bauen wir rechts der Bahn an den bestehenden Bahndamm an. Hier auch sieht man noch kurz, was wir noch zusätzlich haben in der Maßnahme oder mit der Durchfahrungslösung. Ist begonnen worden der S-Bahn-Haltepunkt Bamberg Süd. Der ist auch Gegenstand dieses Verfahrens. Wir haben durch diese Lösung im Bereich der Kronacher Straße das sogenannte Kreuzungsbauwerk auch den Flächenbedarf erheblich reduzieren können, mussten aber dafür das Hafengleis neu anbinden. Das war auch schon Gegenstand der Zeitenplanänderung. Das haben wir übernommen. Dazu muss man vielleicht sagen, der S-Bahn-Haltepunkt Süd war ja ein besonderer Wunsch der Stadt Bamberg und der Bürger zu sagen, das möchten wir gern haben, wenn ohnehin schon gebaut wird. Genau, das war mit der Durchfahrungslösung war das dann ja auch möglich. Das wird berücksichtigt. Und natürlich, was die Durchfahrungslösung auch hat, wir haben eben schon über die gesamte Erneuerung aller Eisenbahnüberführungen und Unterführungen gesprochen, dass jetzt auch endlich der Schallschutz kommt. Das heißt, die gesamte Strecke im Stadtbild bauen wir ungefähr 12,5 Kilometer Schallschutzwände. Das wird zu spürbaren Verbesserungen beim Schallschutz führen. Wir haben natürlich parallel die Diskussion dazu, wie hoch sind die Schallschutzwände, wie werden sie aussehen. Dazu kommen wir gleich noch, wir haben noch ein paar weitere Ausführungen zu machen. Wir sehen jetzt hier nochmal kurz hier gerade diese Unterführungsbauwerke der Ausfädelung nach Schweinfurt bzw. nach Breitengüßbach. Und auf der rechten Seite mehr oder weniger einen schematischen Spurplan mit den schnellen Gleisen außen
und den 160er Gleisen innen, also außen 230, innen maximal 160. Das geht dann Richtung Süden, also durch bis nach Nürnberg. Kurzer Blick noch auf die Zeitschiene. Also 2018, haben wir gesagt, war der Variantenentscheid. Dann sind wir in die Planung gegangen. 2019 haben wir das Pflanzerschutzverfahren wieder aufgenommen. Und die Unterlagen dann 2020 beim Eisenbahnbundesamt zur Vorprüfung abgegeben. Die Auslegung hat jetzt im Februar durch die Regierung von Oberfranken begonnen. Heute, jetzt in diesem Fall digital, nach dem Sicherstellungsgesetz. Das ist nicht ganz einfach, auch für uns nicht. Wir müssen uns auch daran gewöhnen. Ich hoffe, dass dieser Abend heute Abend uns da auch ein bisschen helfen wird, auch diejenigen zu erreichen, die es betrifft. Wir werden zusätzlich noch, kommen wir auch im Anschluss nochmal dran, wir haben zusätzlich noch Anfang in der nächsten Woche Bürgersprechstunden vorgesehen, wo auch individuelle Fragen noch vorgetragen werden können, die wir dann direkt praktisch Auge in Auge noch erörtern können und eventuell dann auch vielleicht noch ein paar Lösungen finden, wenn es irgendwo ganz problematisch hakt. Hier nochmal die Übersicht im Bahnhof. Wir sehen hier die Rot in die Durchfahrungsgleise und in Blau praktisch dann auch die 160er Gleise für regionalzüge Güterzüge. In der Mitte sehen wir den Güterbahnhof und dann mehr oder weniger in Grün sehen wir die Bauteile, die entfallen sind oder die Anlagenteile, die entfallen sind. Das ist die Abstell- und Bahnhofsanlage. Auf der Westseite im Wesentlichen die Lokabstellung, das ist leicht grün. Und wir sehen auf der rechten Blattseite dann die Auswertung nach Schweinfurt und dann kommt praktisch hinten dann noch das Hafengleis. Neu wird sein, dass wir im Bahnhof Bamberg einen zusätzlichen Bahnsteig bekommen, den Bahnsteig 1. Der ermöglicht uns dann auch mit Regionalzügen aus Richtung Bamberg dort anzuhalten, kreuzungsfrei. Das ist eigentlich die wesentliche Änderung im Bahnhof Bamberg. Auch werden wir noch die Bahnsteige 2 und 4 verlängern für den ICE halt auf 405 Meter. Das wird dann alles unter rollendem Rad passieren, Zug um Zug. Also die Züge werden trotzdem halten, aber es kann sein, dass sie bei der Anzeige den Hinweis kommen, ausnahmsweise mal an eine andere Bahnsteigkante zu gehen. Okay. Dann nehmen wir den nächsten. Oh, das ist jetzt wieder ein weißes Blatt. Aber reden wir mal weiter, bis wir das Problem hier gelöst haben. Ich hätte jetzt noch ein paar Übersichtspläne gezeigt, wo man einfach sieht, der PFA 22 oder Planfestungsabschnitt 22, Knoten Bamberg, umfasst tatsächlich Bamberg. Da geht zwar die Stadtgrenze Hallstatt bis nach Strohlendorf, also Stadtwald einschließlich, und dann mit dem Hafengleis. Wir haben dann wir haben viergleisigen Ausbau auf einer Länge von 8,6 Kilometer mit 145 Weichen, fast 60 Kilometer Gleis und 2,2 Kilometer Neubau des Hafengleises. Wir haben 13 Eisenbahnbrücken, 5 Straßenbrücken, 2 Bahnübergangsbeseitigungen, 2 mit Ersatzneubauten und 8 Bahnsteigkanten im Bahnhof Bamberg werden umgebaut. Ich habe es ja gerade erwähnt, es wurden die Bahnsteigverlängerungen. Zusätzlich kommt der Haltepunkt Bamberg Süd, Lärmschutz, die Maßnahme, auf die wahrscheinlich viele schon lange warten, 12,5 Kilometer. Das ist eine Menge. Das ist praktisch, weil wir praktisch im Dreiklang arbeiten. Wir haben an beiden Seiten und in der Mitte Lärmschutzwände. Natürlich komplette neue Leit- und Sicherungstechnik. Und im Vorgriff werden wir schon errichten das ESDW, also elektronisches Stellwerk, damit wir dann praktisch, wenn wir in die Hauptbauleistung kommen, etwas zügiger auf unsere Baufortschritte reagieren können. So, wenn wir jetzt in die rechtlichen Folien einsteigen, habe ich vorbereitet einmal Lageplanauszüge, dass wir kurz die Strecke mal abgehen und sehen können, was wir. Aber jetzt brauchen wir eben eine Folie, weil sonst macht es keinen Sinn. Also wir kämpfen gehen sie mir verloren. Genau, wir kämpfen uns mal die Folien raus. Wenn wir mal von den bisherigen Ausführungen gehen. Wir haben ja einen Ausbau von 2 auf 4 Gleisen. Wir haben aber auf der anderen Seite
einen neuen Lärmschutz, den es ja bisher gar nicht gab. Das heißt, unterm Strich, wir werden dann nachher nochmal den Experten hören, von Ihrer Seite aus gesehen, für die Leute, die faktisch am Gleis wohnen, wird es ruhiger. Erheblich. Also das heißt, es laufen mehr Züge, es geht schneller, aber durch die Lärmschutzmaßnahmen, die jetzt auch möglich sind, eigentlich nur durch diesen Ausbau, sonst wäre es ja gar nicht finanziert gewesen, das wäre dann Bestand, das würde so bleiben, verbessert sich die Situation für diejenigen, die dort wohnen. Ja, es wird zu erheblichen Verbesserungen kommen, das werden Sie auch merken. Also hörbar sozusagen. Das ist richtig hörbar. Das ist richtig hörbar und wir haben natürlich auch zwei Entwicklungen, die gleichzeitig sind. Das werden vielleicht auch mittlerweile schon viele Anleger gemerkt haben. Die Umstellung der Bremsen bei den Güterzügen macht auch eine Menge aus. Wer sich mal neben so ein Gleis stellt und sieht einen neuen Güterzug da vorbeifahren oder hört, ja, da hören Sie den Unterschied. Und es ist ja tatsächlich das Zug- und auch das Waggonmaterial, das jetzt auch wesentlich leiser ist. Also alle, die neu dazukommen, was neu angeschafft wird, hat komplett andere Lärmwerte wie die alten. Ja, das ist wirklich ein großer Unterschied. Wir werden ja auch in großen Teilen das sogenannte besonders überwachte Gleis haben. Das heißt also, dass die Gleise dort erhöhten Pflegeaufwand unterzogen sind, um sie möglichst immer glatt in der Oberfläche zu halten und da auch die Schallentwicklung zu vermeiden oder die Lärmentwicklung zu vermeiden. So, es sieht ganz gut aus. Wir kommen der Sache näher, genau. Weil wir wollen, es sind also extra 3D-Grafiken erstellt worden, dass wir uns das alles mal direkt anschauen können, wie es denn dann später aussehen wird. Also wir haben dann immer den Vergleich zwischen Ist-Zustand und wie wird es sein 2032 oder 31, wenn es dann fertiggestellt ist. Erstaunlich ist es nicht so viel anders, oder? Nein, es ist tatsächlich so, wenn man drauf guckt, ja, ist es nicht so viel anders. Das werden wir auch sehen, das werden auch die Bewohner von Bamberg merken, wenn es zum Beispiel nur Grunderwerb geht, ja, ja, dass wir im innerstädtischen Bereich kaum Grunderwerb haben. Ja, der Grunderwerb ist hauptsächlich im Süden, im Bereich, die so zwei auf vier Gleisen aufbauen. Das geht dann ungefähr bis zum Beginn zur Südspitze des Bahnhofs und dann haben wir noch im Norden, praktisch dann im Bereich des Gleisdreiecks und der Nordflur, da haben wir noch ein bisschen Grunderwerb. Aber in der Innenstadt selbst haben wir sehr, sehr wenig Grunderwerb. Im Gegenteil, werden wir sogar noch ein paar Flächen freilegen. Wir hatten ja früher noch die alten Wagenwaschanlage oder diese Kohlenhandlung, die Bavaria Kohlenhandlung. Die Flächen werden ja auch frei, wo jetzt die Boschhalle ist. Also das wird auch da eine Bereinigung kommen, was auch, glaube ich, ein bisschen vorteilhaft für Stadtbild sein wird. Und jetzt sind wir das technische Problem gelöst. Also wir sind jetzt wieder in den Folien drin. Planänderung, Projektinhalt, also da sieht man schon, wie es am Bahnhof aussehen wird im 3D-Modell. Ja, das war jetzt die Maßnahme. Ich habe es eben schon vorgelesen, was wir alles da im Wesentlichen durch die wesentlichen Hauptbaumaßnahmen sein werden. Hier nochmal der Planverschlüssel für den Überblick. Es ist eben tatsächlich die Durchfahrung Bambergs, ja, einschließlich des Stadtwaldes. Hier nochmal mit der Schleife des Hafengleises. So, und jetzt kommen wir zu den Lageplänen. Also vorbereitet habe ich jetzt einmal Lageplänen-Auszug. Da gehen wir mal kurz die Strecke durch, damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, was alles Umgriff dieser Maßnahmen ist. Umgriff heißt einmal, dass wir dauerhaft eingreifen, weil wir natürlich etwas Fläche brauchen für die zusätzlichen Gleise. Und wir brauchen natürlich auch ein bisschen Platz zu bauen. Das sind jetzt hier, was so schraffiert hinterlegt ist. Das sind mehr oder weniger unsere Baustraßen, der Baustelleneinrichtungsflächen und so weiter. Was ja dann mit der Bau beendet ist, wahrscheinlich auch wieder. Das ist alles wieder zurückgebaut und dann begrünt. Danach werde ich Ihnen zeigen, wenn wir die Strecke nochmal kurz in Querschnitten abgehen, damit Sie dann auch mal sehen können, 1:1, was das bedeutet, wenn wir zwei Gleise zubauen und wo wir auch in der Stadt bauen, von den Höhenlagen her. Dann werden wir uns anschauen, die Kreuzungsbauwerke. Da haben wir die auch Animationen vorbereitet. Wir haben ja BIM, oder beziehungsweise der Knoten Bamberg ist ja auch ein BIM-Pilot. Wir werden hier also nach neuester Planungstechnik arbeiten und dann hat uns auch ermöglicht, da auch schon einzelne Animationen dann direkt für zu erzeugen, dass die Planung da ein bisschen verständlicher wird. Dann werden wir uns beschäftigen mit dem Thema Lärmschutzwende. Und was noch, wenn ich kurz anreißen, weitere Themen in der Planänderung. Dann werden wir noch kurz gucken auf die Baustelleneinrichtungsflächen und die Logistik. Und kurzen Ausblick halten, wie es dann weitergeht, bevor wir dann bei Ihnen mit den Fragen einsteigen. Jetzt, Herr Grimmer, müssen wir noch mal kurz wieder zurück in den Stadtwald. Da sind wir am Anfang. Also hier sehen wir jetzt genau
die Planfeststellungsgrenze, links davon noch eine kleine Baustelleneinrichtungsfläche, die werden wir uns mit dem Planfeststellungsabschnitt 21 mehr oder weniger teilen. Der kommt dann von Süden. Wir sehen hier rechts und links praktisch die Arbeitsflächen der Baustellen mit den Zufahrtsstraßen einmal auf den 15, die 22, 22, 44. Nochmal nächsten. Jetzt kommen wir auf Stadt Bamberg zu, der sogenannten Südflur. Auch da bauen wir immer noch rechts an, also auf der Ostseite. Die Grenze des Stadtwaldes ist auch gleichzeitig die Grenze des Trinkwassergebietes. Wir werden sämtliches Oberflächenwasser im Bereich des Stadtwaldes abpumpen. Okay. Wird dann über ein Regenrückhaltebecken im Bereich des Sendelbaches aufgefangen und dann weitergepumpt und abgeschlagen Richtung Regnetz. Das ist nochmal 1,2 Kilometer Leitung, die wir da bauen müssen. Damit sichergestellt ist, wenn falls mal irgendwas passiert, eine Havarie oder sonst irgendetwas, dass das Wasser dann auch tatsächlich nicht sich mit dem Grundwasser vermischt. Wir haben da im Vorfeld gibt es eine Verlagerung der sogenannten Brunnengalerien, also der oberen Fassung. Die Stadtwerke Bamberg und die Wasserwerke Bamberg bauen jetzt auch neue Brunnen. Das ist jetzt in der Vorbereitung. Wenn die fertig sind und die Brunnen in Betrieb gegangen sind, dann können wir auch anfangen, im Stadtwald zu bauen. Vorher nicht. Die Trinkwasserversorgung muss gesichert sein. Zum einen muss sie gesichert sein. Zum anderen wollen wir natürlich auch sicherstellen, dass wir nicht direkt im Rahmen der Brunnen dann unsere Baustellen haben. Falls mal was passiert, das Risiko wollen wir gar nicht eingehen und auf jeden Fall auch minimieren. Das heißt also, der Stadtwald, der Ausbau im Stadtwald wird nicht unmittelbar beginnen, sondern wir werden eben sicherstellen, dass die neuen Grundanlagen funktionieren, dass sie genug Wasser abliefern und dass es auch ein sicherer Betrieb ist. Wir sehen dann unten rechts im Blatt nochmal. Aber die Frage, okay. Ja, im Stadtwald werden wir auch noch ein paar Ertüchtigungsmaßnahmen, Aufwertungsmaßnahmen machen, Waldertüchtigung. Das ist Bestandteil unserer Kompensationsmaßnahmen für den Flächenverbrauch. Das sehen Sie da so leicht eingestrichelt. Da ist in Abstimmung mit dem Förster wurde da festgelegt, dass dort tatsächlich Ertüchtigungsmaßnahmen ergriffen werden sollen, um den Wald aufzuwerten. Wenn wir jetzt wieder zurück zur Strecke gehen, dann sehen wir da oben schon die ersten Baustelleneinrichtungsflächen, die sich da verteilen, weil wir im Stadtwald selbst da keine Baustelleneinrichtungsflächen einrichten können. Wir sind jetzt hier schon im Bereich der Geisfelder Straße. Auch unser Baufeld an den Kreuzungspunkten immer jeweils ein bisschen aufgeweitet und gucken schon Richtung Bahnhof. Da sehen wir schon die Aufweitungen. Wir haben dort die Mooststraße und dann die Pfisterstraße. Die kommt dann gleich. Da sehen wir jetzt hier den Güterbahnhof rechts schon. Da haben wir die Pfisterstraße als Straßenbrücke. Die wird komplett erneuert und neu gebaut. Da werden wir während der Bauzeit eine Behelfsumfahrung einrichten. Dann kommen wir Richtung Bahnhof Bamberg. Wir haben darüber gesprochen, Ausbau der Bahnsteige, zusätzlicher Bahnsteig 1. Wir haben dort auf der Westseite auch Baustelleneinrichtungsflächen, auf die wir zurückgreifen werden. Und dann kommt auch schon die Zollnerstraße, die eben auch aufgeweitet wird. Dort haben wir umfängliche Maßnahmen zu erledigen. Und weiter nach Norden, bevor wir ins Gleisdreieck kommen, die neue Abstellanlage im Bereich der ehemaligen Lokschuppen. Das ist eine der ersten Maßnahmen, die wir angehen werden. Dort sehen wir auch jetzt die Zufahrtsstraßen, das sind die leicht gestrichelten Wege, die wir für unsere Baustellenlogistik benutzen werden. Und dann kommt auch schon die Einfädelung des Schweinfuttergleises im Bereich des Gleisdreiecks. Dann nehmen wir mal den nächsten, da sehen wir es gleich ein bisschen besser. Genau. Da werden wir relativ stark eingreifen. Da wird es dann Ende 2024 losgehen bis 2030. Da haben wir umfängliche Bauarbeiten zu erledigen, weil wir tatsächlich die Druckbauwerke für die Unterfahrung und Ausfädelung des Schweinfuttergleises bauen müssen. Das ist eigentlich auch der wesentlichste Eingriff, weil wir dort also doch ziemlich im Verhältnis umfänglich in die Kleingartenanlagen eingreifen müssen. Wir sehen dann nach rechts unten den Anschluss Richtung Breitengüßbach. Und dann das Verbindungsgleis Richtung Schweinfurt und oben rechts im Blattrand die Auswählung des Hafengleises. Okay, nächste Folie. Jetzt haben wir das Hafengleis nochmal ganz im Überblick. Also das Hafengleis geht ja, wenn Sie auf den linken Blattrand gucken, das ist die ursprüngliche Erschließungsachse des Hafens. Das wird zurückgebaut und wir fahren dann von Norden rein. Der Bewohnungsplan aus den 60er Jahren hat dafür schon von Beginn an eine Trasse vorgehalten, auch die greifen wir zurück.
sodass wir dort auch relativ wenig also Grunderwerb haben, weil die Flächen eigentlich schon vorgemerkt sind für diese Trasse. Also wir müssen auch nicht viel zurückbauen. Wir werden zwei Brücken bauen, einmal in der Oberpflegerstraße und die Emil-Kemmer-Straße. Die Maßnahmen werden wir relativ früh beginnen, dass wir da möglichst wenig eingreifen, weil wir haben ja relativ große Einzellandesflächen da. Also die Zufahrt wird die ganze Zeit da sein. Bei der Emil-Kemmer-Straße bauen wir mehr oder weniger eine kleine Umleitung, Umfahrung und schwenken dann zurück, weil in die Haupttrasse und wenn die Brücke dann fertig ist, dann bauen wir das Bahngleis hinterher. Das heißt also, sie werden auch in Zukunft noch ihre Lebensmittel einkaufen können, ohne in der Schlange zu stehen. Querschnitten? Jetzt kommen wir in den Querschnitten, mal zur Verdeutlichung. Wir gehen auch da von Süden nach Norden. Wir sehen hier im Stadtwald die zwei bestehenden Gleise. Das ist die graue Linie und dann rot eingetragen die Zusätze, also die neuen Gleise. Und die Rettungszufahrt, das ist praktisch der Eingriff rechts der Bahn oder auf der rechten Seite. Grün sehen Sie den Balken der Bahngrenze und da sehen Sie, dass wir da noch ein bisschen Fläche brauchen, um tatsächlich diese Maßnahmen zu umsetzen, aber doch auch relativ wenig. So, jetzt sind wir im Bereich der Südflur, da sieht es schon ein bisschen, da brauchen wir schon ein bisschen mehr Platz. Also nicht mehr Platz, aber mehr zugewinnen, weil die Bahngrenze näher am Bestand liegt. Auch da sehen Sie links in der linken Blatthälfte die Bestandsgleise. Und rechts die neuen Gleise. Wir werden auch in dem Bauablauf rechts zuerst die neuen Gleise bauen und dann links die alten zurückbauen und auch dort neu bauen. Das ist eine Praxis, die haben wir jetzt auf der gesamten Strecke. Hat sich bewährt. Hat sich bewährt, ja. Kann man wirklich sagen. Da haben wir Erfahrung drin, das geht relativ gut. Jetzt sind wir im Bereich der Ober- und Schildstraße. Da sind wir schon wieder in unseren Grenzen. Da haben wir keinen zusätzlichen Grunderwerb. Da werden wir die Trassierung etwas anheben. Da sehen Sie gleich unten drunter grau die alte Höhenlage. Da bauen wir ein paar Stützwände mit aufgesetzten Lärmschutzwänden. Dann, ab hier geht es auch schon los mit der mittleren Lärmschutzwand. Die brauchen wir, damit wir tatsächlich diese Kompensationswirkung oder die Dämpfungswirkung erzielen. Mal weiter. Jetzt sind wir im Bereich der Pfisterstraße. Da sehen wir, dass wir mehr oder weniger wieder im Gelände mit unserer Bahn. Also das sehen wir bei den Lärmschutzwänden. Da ist SU ungefähr Geländeoberkante. Auf der Ostseite sind wir etwas höher, aber im Prinzip ist der Unterschied nicht hoch. Jetzt sind wir am Bahnhof Bamberg. Hier sehen wir den Schnitt durch die Bahnsteige. Ich habe den Schnitt jetzt mal ein bisschen geteilt, weil er sonst zu breit werden würde, weil es eigentlich um die westliche und östliche Kante ging. Das Mannschaftsgebäude und rechts dann auf der rechten Seite des Güterbahnhofs auch die Lärmschutzwand zur Begrenzung. Jetzt sind wir im Bereich des vormaligen Lokschuppens, also die Abstellanlage, beziehungsweise haben wir noch ein kleines Ladegleis oder eine Ladestraße, die wir verlagern werden von der Westseite jetzt auf die Ostseite, damit wir da drüben ein bisschen Platz haben. Wir sehen auch hier links die Lärmschutzwand, ebenerdig und rechts, da liegen wir sogar etwas tiefer. Nächsten. Und das ist jetzt der Streckenabschnitt Richtung Breitenwiesbach. Auch da orientieren wir uns an der alten Dammlage, das ist grau unterlegt und bauen da faktisch mehr oder weniger auch rechts an. In der gleichen Höhenlage, jetzt haben wir noch das Schweinfuttergleis, auch da sind wir im Gelände. Und das Hafengleis senkt sich langsam ab, damit wir praktisch bei der Ruhe-Pfister-Straße und bei der Emil-Kemmer-Straße dann auch unter den Straßen herfahren können, um möglichst kreuzungsfrei den Hafen zu erhalten und damit auch die Warnübergänge, die jetzt noch im Westen sind, auflassen können. Ja, also muss man vielleicht erklären, also große Höhenunterschiede, Steigungen, das ist ja was gerade eine Schnellfahrstrecke nicht wirklich mag. Also man versucht immer auf einer Ebene zu bleiben, wenn es irgend geht. Ja, aber am Hafengleis fahren wir nicht so schnell. Da können wir uns ein bisschen mehr Steigung leisten. Tun wir auch, aber aus dem Grund haben wir es auch elektrifiziert, damit wir tatsächlich diese Steigungen nehmen können. Okay. Dadurch, das ist der Vorteil dabei, wir können jetzt tatsächlich kreuzungsfrei kommen wir mit den Zügen in den Hafen. Sie fahren gemütlich, aber sie stören auch keinen. Ja. Dafür haben wir eben die Oberleitung gebaut, damit wir auch etwas stärkere Lokomotiven dort einsetzen können, um so einen 700-Meter-Zug da um die Ecke zu ziehen. Wir kommen zu den Planänderungen. Wir kommen zu den Planänderungen. Jetzt kommen wir zu den Kreuzungsbauwerken. Jetzt muss ich gerade mal hier meine Zettel hier mitführen. Genau, das ist jetzt hier die Kursfassung oder ein Übersichtsplan, wo wir die ganzen Kreuzungsbauwerke sehen. Und wir sehen tatsächlich das, was wir anfangs auch schon hatten. Wir treffen fast jede Straße.
Und das sind umfängliche Baumaßnahmen, die führen teilweise dazu, wir haben bei der Pfisterstraße und bei der Kronacher Straße werden wir Behelfsumfahrungen bauen, um diese Knoten überhaupt bewältigen zu können. Bei anderen werden wir mehr oder weniger die Sperrungen takten, sodass wir praktisch mit den Brückenbauwerken von Ende 23 bis Ende 30 beschäftigt sein werden. Also wir müssen das strecken, damit wir den Verkehr abwickeln können. Es gibt dazu auch ein Sperrumleitungskonzept, das stimmen wir zurzeit mit der Stadt Bamberg ab. Das geht noch ein bisschen überlagert, auch noch ein paar Änderungswünschen der Stadt zu den Ingenieurbauwerken. Da kann es sein, dass wir da noch ein paar Verbesserungen bekommen, um also die Auswirkungen zu minimieren für die Autofahrer und aber auch für Fußgänger und Radfahrer, weil wir sind hier in der Innenstadt. Da werden gehen eine Menge Leute unterwegs. Also das heißt, es geht Stück für Stück und nicht alles auf einmal. Also ja. Man macht nicht alles Platz, sondern man sagt, okay, jetzt haben wir Einschränkungen für die nächste Zeit an der und der Brücke, dafür sind die anderen offen. Und wenn man dann weiter ist im Bau, dann ist das, was hinter uns liegt, dann fertig gebaut und kann wieder für den Radverkehr, für den Autoverkehr genutzt werden. Das ist also ein ziemlich komplexes Werk. Wir haben dazu auch einen Verkehrspartner eingebunden. Das heißt also, es wird jetzt nicht nur gesagt, wir fangen jetzt links und rechts rum, sondern wir untersuchen auch alle Knoten. Ja. Das heißt also, wie groß wird das Verkehrsaufkommen sein? Können die Knoten das beherrschen? Brauchen wir Ersatzmaßnahmen? Brauchen wir gegebenenfalls vorgreifende Umleitungen, dass wir den Verkehr schon früher abfangen müssen, damit er in der Örtlichkeit gar nicht mehr entsteht? Das ist ein ziemlich komplexes Werk. Da sind wir auch in intensiven Gesprächen mit der Stadt und das läuft auch gut, muss ich dazu sagen. Das ist eine wirklich gute Zusammenarbeit mit der Stadt, die natürlich auch ein Interesse daran hat, dass es möglichst reibungslos reingeht, aber die Stadt sieht natürlich auch, dass sie mit den neuen Kreuzungen erhebliche Verbesserungen hat. Ich meine, in der Realität, was dann wirklich passiert, man kann planen, aber es kann natürlich passieren, dass man sieht, okay, wir haben geplant, aber die Situation ist trotzdem noch eine andere, dass man dann nochmal nachbessern muss und nachsteuern muss. Das ist dann die Feinjustierung, die wird nicht ausbleiben. Da bin ich optimistischer. Ah, okay. Also wir haben Erfahrungen gemacht, also in Erlangen zum Beispiel, die Altstadt abzuklemmen, das war ein richtig großer Akt und wir haben dort eine Simulation vorher gefahren, um zu sehen, was passiert eigentlich, wenn wir an einigen Stellen die Fahrbahn sperren, Grenzsperren, Teilsperren oder Teilumleitungen haben. Und ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt. Ja. Am ersten Tag der Sperrung bis Mittag ein Chaos. Am nächsten Tag lief alles. Es gibt Erfahrungswerk. Es gibt Erfahrungswerk und ich war wirklich überrascht, wie gut das funktioniert. Okay. Jetzt gehen wir mal die Kreuzung im Einzelnen durch. Wir haben hier die Vorheimer Straße, kurze Bestandsaufnahme. So sieht es jetzt aus und so sieht es im Endzustand aus. Eine kleine Animation mit der Straßenführung, also im Prinzip, wir brauchen eine etwas weitere Brücke, das ist überhaupt wieder erneuert. Da gibt es jetzt noch eine Anfrage der Stadt, die möchten gerne da auch auf der Nordseite noch ihren Radwege haben, die Fahrbahnaufteilung etwas verändern. Dann mit denen sind wir im Gespräch, mal gucken, was daraus wird. Wichtig ist eigentlich bei der Vorheimer Straße, dass wir auf dem südlichen Widerlager noch einen Zugang zum Haltepunkt Bamberg Süd haben. Das heißt also von der Bose Arena können Sie über diesen Bürgersteig diese Treppenanlage erreichen und dann über einen Steg zum Haltepunkt laufen. Werden wir gleich sehen im nächsten Schritt. Nochmal kurz zurück, ich möchte mir grundsätzlich ein Thema auch nochmal ansprechen, dann brauchen wir es vielleicht auch nicht zu wiederholen. Was man hier ganz gut sieht, wir werden im Bereich der Kreuzung grundsätzlich transparente Lärmschutzzonen einsetzen. Okay. Also Die Barrierewirkung zu vermeiden. Deshalb ist das Thema exemplarisch. Das haben wir im Bereich aller Kreuzungen, transparente Lärmschutzwände, um eben die Blockadewirkung oder die Barrierewirkung zu vermeiden. So, hier sehen wir jetzt einen Längsschnitt durch die Eisenbahnüberführung und sehen im rechten Blattrand die Treppenanlage, die praktisch zwischen den Gleisen hochgeführt wird. Und dann kann man über einen Steg, das ist diese leichte Strichellinie, nach Norden vorlaufen bis zum Haltepunkt Bamberg Süd. Und da sind wir jetzt auch schon, Animation des Haltepunktes. Das ist jetzt der Nordkopf des Haltepunktes. Wir sehen die Personenunterführung rechts und links mit den Aufzügen. Dann der Aufzug von der Personenunterführung zum Bahnsteig. Und jetzt am oberen Blattrand Richtung Süden sehen wir diesen leicht bläulich, diesen Verbindungsgang zur Vorheimer Straße.
Dann können Sie entlang der Helmscheidwand dann nach Norden vorlaufen, die Vorrangstraße kreuzen und dann runtergehen und dann können Sie sich da weiter verteilen. Also gut, ist ja noch nicht Existenz. Der Haltepunkt Süd kommt neu dazu, schafft da die Möglichkeit, S-Bahn-Anschlüsse zu nutzen. Also gerade für den Pendler und Berufsverkehr spannende Nummer, dieser Haltepunkt. Ja, auf jeden Fall. Das wurde ja auch strittig diskutiert mit dem Haltepunkt. Die Barrierefreiheit, die Herstellung der Barrierefreiheit, ursprünglich war mal geplant, auch eine Rampe dort vorzusehen auf der Westseite. Der Flächenbedarf war allerdings so groß, und eine Rampe zieht sich halt unheimlich lang. Sie ist nur 6% und alle 6 Meter haben sie auch 1,5 Meter Podest. Da brauchen sie Fläche. Sodass wir uns dann entschieden haben, letztendlich dann doch eine Treppenanlage zu bauen mit dem Aufzug, um eben den Eingriff, das, glaube ich, eine Spielplatzanlage, Grünanlage zu minimieren. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Lösung, dass wir dadurch dann praktisch den Haltepunkt an der Stelle erreichen. Und eben bei Massenveranstaltungen den Verkehr auch aus der Siedlung raushalten. Hier sehen wir jetzt einen Querschnitt durch die Personenunterführung für die Treppenanlagen rechts und links, Aufgang zum Bahnsteig. Jetzt mal den Lageplan. Links die Vorheimer Straße mit der Treppenanlage im südlichen Widerlager, wo sie hochgehen und dann Richtung Norden vorlaufen. Ungefähr bis zur Blattmitte, da kommen sie dann zum Bahnsteig, können auf den Bahnsteig gehen und dann von dort aus mit dem Zug entweder nach Norden oder nach Süden fahren. Und schon sind wir bei der nächsten Kreuzung, Münchner Ring. Münchner Ring ist eine 1:1 Ersatzmaßnahme, die dadurch besonders spannend ist, weil wir da eine Abfolge von Kreuzungsbauwerken haben. Wir sehen es oben rechts in dem Blatt, im kleinen Bild. Wir haben einmal die Fußgängerbrücke, dann die Eisenbahnbrücke und dann die Nürnberger Straße. Und der Bereich zwischen Nürnberger Straße und Eisenbahnbrücke, der wird dann von den zwei zusätzlichen Gleisen nicht ganz, aber doch im Großteil in Anspruch genommen. Das sehen Sie dann unten rechts auf dem Blatt. Das ist praktisch der Endzustand. Auch hier wieder die transparenten Lärmschutzwände und unten drunter die Unterführung. Auch hier sind wir mit der Stadtmauer über ein paar Anpassungen im Gespräch. Das ist der Münchner Ring im Querschnitt, praktisch gleiche Abmessung wie vorher. Und dann kommen wir zu einem auch in Bamberg wesentlichen Knoten, das ist die Geisfelder Straße. Also im Prinzip, wo die Nord-Süd-Achse die Gleisseite wechselt. Ja. Das ist sicherlich ein Knotenpunkt, der es auch in sich hat. Der ist vom Baulichen her kompliziert, aber Sie sehen auch auf dem linken Bild schon, er ist auch räumlich kompliziert. Ja. Auch in der jetzigen Situation, wir sehen auch rechts dann praktisch den Endzustand, wiederum mit den transparenten Lärmschutzwänden und der Verkehrsführung. Am nächsten, das ist der Längsschnitt durch die Eisenbahnüberführung, in dem Fall mit den hochgesetzten Gehsteigen. Damit wir praktisch da nicht so viele Rampen haben. Das war jetzt ein bisschen zu schnell. Noch kurz eben dabei bleiben. Bei der EU Nürnberger Ring, und da gibt es auch eine Diskussion mit der Stadt, ob man diesen Standort beibehält oder nicht. Das ist jetzt das umgesetzte Verlangen, Aufweitungsverlangen auch hier. Jetzt haben wir, glaube ich, 4 Meter Höhe, wir gehen auf 4,50 Meter, ein bisschen breiter geht sie auch, damit wir tatsächlich dann diese Geodratwege da rechts und links auch einfädeln können, um diesen Knoten ein bisschen zu entkrampfen. Ich glaube, die Bamberger wissen schon, wovon ich rede, wahrscheinlich besser als ich. Und Sie werden es auch wissen, Herr Krämer. Ja. Geisfelder Straße ist schon ein Knoten und man sieht an diesem Knoten auch das ganze Dilemma. Ja. Nämlich eine alte Unterführung, die wirklich erneuert werden müssen. Und da müssen wir ran, egal ob wir jetzt neue Gleise bauen oder nicht, die Unterführungen sind einfach fällig. Also da herrscht ich große Einigkeit, dass das kein großer Luxus ist, das jetzt zu tun. Nein, mit Sicherheit nicht. Dann haben wir die Moosstraße, hier ist mal im Querschnitt gezeichnet, und wieder mit den Lärmschutzwänden. Auch da haben wir eine Aufweitung, eine Aufweitungsverlangen der Stadt, das setzt sich auch um. Im nächsten. Da kommen wir zur Fisterbrücke, die Fisterbrücke auch eine wesentliche Zufahrt von Bamberg. Die wir, weil wir über eine ganze Menge Gleise gehen, einen Schlag gar nicht bauen können, also recht komplex ist, weil wir natürlich auch die Gleislagen während der Bauzeit über mehrere Bauzustände immer wieder hin und her schieben müssen. Da ist es gar nicht so einfach, den richtigen Standort für die Pfeiler zu finden und die Brücke dann auch zu bauen. Und aus diesem Grund haben wir für diese Brücke auch eine Behelfsumfahrung vorgesehen. Das sehen wir auf dem nächsten Bild. Das ist praktisch das Oberen. Sehen Sie die
die neue Brücke, die gebaut wird, und unten dann die Behelfsumfahrung, mit der wir sicherstellen können, dass auch während der Bauzeit der Verkehr fließen kann. Und das ist mit der Kronacher Straße und der Pfisterstraße, haben wir zwei ganz wesentliche Punkte. Umgekehrt ist es so, Münchner Ring und Vorheimer Straße sind auch so ein Pärchen. Da sehr sorgen wir auch dafür, dass immer eine von den beiden frei sein wird und befahren werden kann. Kommen wir zur Zollner Straße. Auch da ein Aufweitungsverlangen der Stadt. Hier sehen wir einmal eine Animation des Bestandes und der Erneuerung. Wiederum mit den Lärmschutzwänden. Nächste. Da sehen wir jetzt im Hintergrund in Gelb praktisch das alte Bauwerk und in Rot das neue. Da sieht man noch, wir werden noch ein bisschen breiter, wir werden ein bisschen tiefer, nicht wesentlich, aber Und einen zusätzlichen Geh- und Radweg. Und zusätzlicher Geh- und Radweg, ja. Da sieht man jetzt rechts mal so einen kleinen Hauptsammer, den wir da treffen, also Leitungen, eine ganze Menge. Da werden wir noch richtig was zu tun haben. Das werden auch Teil der Vorlaufmaßnahmen sein, dass wir teilweise die Leitungen vorher schon verlegen müssen, damit wir auch noch abbrechen können. Memmelsdorfer Straße, eine der Haupteinfallsrouten in die Stadt und raus? Memmelsdorfer Straße ist ein ganz kompliziertes Bauwerk. Weil wir da oben, ich weiß gar nicht, wie viele Gleise wir kreuzen, wie viele Baustrecken wir uns da durcharbeiten müssen. Die Memmelsdorfer Straße ist wirklich eine Herausforderung. Wir sind jetzt hier links und rechts. Der Baum ist natürlich auch direkt dran, logischerweise, damit die Sache auch richtig spaßig wird. Aber wir sehen auch hier die Aufweitung jetzt mit den Radwegen. Und wir haben hier auch eine Besonderheit, wenn wir vielleicht mal in die nächste Folie reingehen. Das ist jetzt der Querschnitt. Unten auch wieder mit den hochliegenden Radwegen, hat man gerade auf der Animation schon erkennen können. Den Eisammler werden wir auch verlagern. Wir werden auf der Memmelsdorfer Straße im Bereich der Rampen auf der Straße auch Lärmschutzwände haben. Okay. Weil wir durch diese Verkehrsbelastung im Prinzip da noch eine Dämpfungswirkung brauchen. Und sodass wir praktisch zwischen Geh- und Radweg und Fahrbahn, jetzt ist hier im Bereich der Brücke, haben wir es nicht, Unterführung selbst, aber dann jeweils auf der Ost- und auf der Westseite, werden wir Lärmschutzwände haben, die dann praktisch von 2,5 Meter Richtung 1 Meter verjüngen, damit sie nicht so hoch aus der Erde rausgucken. Aber diese Maßnahme brauchen wir, um den Schall aufzufangen. Das ist eine Besonderheit bei der Memmelsdorfer Straße. Kronacher Straße, auch ein Riesenbauwerk. Hier noch komplizierter, die einzelnen Auflagerscheiben zu finden für die Brücke. Das sieht jetzt so, jetzt sieht es gelöst aus, aber wenn das mal überlagern würden, noch die verschiedenen Bauzustände, da ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass man vom Gleis mal irgendwann vom Pfeiler landet. Ja. Aber hier auch vorher, nachher. Hier sehen wir mal die Druckbauwerke für Schweinfuttergleise, die wieder unterfahren. In der wir die Kronacher unterfahren. Und wir sehen auch auf dem unteren deutlich, dass sich die Gradiente der Kronacher verändert. Sie wird höher gelegt, damit wir da unten überhaupt runter herkommen. Und auch hier, jetzt auf diesem Bild, jetzt montiert die Behelfsumfahrung, damit wir während der Bauzeit dann den Verkehr auch tatsächlich führen können. Die Gleisdreieck, da haben wir jetzt im Augenblick einen kleinen Bahnübergang. Das ist gerade etwas in der Nähe des Bahnübergangsaufsatzhöflein. Der wird ersetzt durch eine Geh- und Radwegunterführung. Das sehen Sie in dem rechten Bild. Hier im Quer- und Längsschnitt. Da gibt es auch noch eine Diskussion mit der Stadt. Die möchten gerne einen größeren Querschnitt haben. Und da gibt es auch noch eine Diskussion mit der Regierung von Oberfranken, was möglich ist und was nicht. Aber ich glaube, da werden wir auch eine vernünftige Lösung finden. Dann haben wir die Coburger Straße. Coburger Straße ist eine BÜ-Ersatzmaßnahme, also BÜ ist Bahnübergang. Ersatzmaßnahmen für den Bahnübergang, das sehen wir im linken Bild, den Bahnübergang. Das werden wir aufheben und praktisch mit einer Brücke. Die fahren also praktisch von Süden kommend, eine kleine Rampe hoch und können dann die Gleise kreuzen, um ins Gleisdreieck reinzukommen. Und damit wird das Gleisdreieck dann erschlossen. Das ist hier mal im Lageplan, da sehen Sie praktisch die Rampe von Süden kommt mit der Brücke und dann die Rampe zurück wieder ins Gleisdreieck rein. Das ist die Brücke im Querschnitt. Und jetzt sind wir schon in Hallstatt, Dr. Oberpflegerstraße. Ähnliche Situation, jetzt sind wir beim Hafengleis. Vorher, nachher werden die Dr. Oberpflegerstraße unterfahren. Da sehen wir auch leicht einen Einschnitt im Gelände. Da duckt sich die Bahn etwas runter, damit wir die Zufahrtsrampe für die Dr. Oberpflegerstraße beibehalten können.
Das wird eine der ersten Maßnahmen sein. Nichts Gigantisches, aber muss auch gemacht werden, wenn wir auch die Straße sperren in der Zeit. Hier sehen wir den Querschnitt in der Ansicht. Relativ kleine Öffnung, damit der Zug vom Hafen aus da durchfahren kann. Und dann haben wir unser letztes Bauwerk, die Emil-Kimmer-Straße. Auch hier sehen wir einmal vorher, nachher. Das gleiche Prinzip, nur hier ein bisschen tiefer, weil wir hier keine Brücke haben, sondern praktisch die Gradiente der Emil-Kimmer-Straße leicht anheben werden, knapp einen Meter, um dann mit dem Gleis, mit dem Hafengleis dort zu unterfahren. Und Sie müssen sich vorstellen, während der Bauzeit würde praktisch auf der unteren Blattrand die Umfahrung sein und wir würden daneben dann erstmal die Brücke bauen, dann den Verkehr wieder zurück auf die Brücke geben und danach praktisch dann mit dem Hafengleis, mit dem Trog fürs Hafengleis fortsetzen. Da war das gleiche nochmal als Lageplan in der Kämmerstraße. Und im Längsschnitt, da sehen Sie jetzt hier den Trog, der das Gleis da durchläuft. So, dann kommen wir zu dem Thema Schallschutz. Wichtiges Thema, wir haben es eben schon angesprochen. Lärmschutzwände. Und natürlich die Frage ist, Lärmschutzwände machen wir natürlich wegen dem Lärmschutz. Lärmschutz hat natürlich zwei Seiten. Auch hier in Bamberg ist einmal der aktive Lärmschutz, das sind die Schallschutzwände, und der passive Lärmschutz, das sind Ertüchtigungen an den angrenzenden Gebäuden, also durch Fenster, eventuelle Dachaufbauten, wenn ein Dachdeck gedämmt ist. Das wird dann nach Objekt jeweils ermittelt. Das, wenn Sie in den Planfeststellungsunterlagen reingucken, dann werden Sie sehen, die Gebäude, die Anspruch haben auf passiven Schallschutz, passiver Schallschutz, ja, die sind dort gekennzeichnet. Vom Verfahren wird es so sein, dass, wenn der Beschluss vorliegt, dann, wir werden dann eine Schwerprobe beauftragen. Die kommen dann zu den Betroffenen. Das heißt also, wir werden sie anschreiben, sie müssen da nichts machen. Mit dem Beschluss ist ihr Anspruch dokumentiert. Da werden wir Kontakt mit ihnen aufnehmen. Dann wird ein Gutachter vorbeikommen und ermitteln, welche Maßnahmen erforderlich sind und welche Maßnahmen auch dann gefördert werden. Und dann können Sie die Maßnahmen ausführen und die Vorhabenträger übernehmen die Kosten dafür. Also wie gesagt, wichtig, nur die Schallschutzwände reichen nicht. Wir machen noch weitere Maßnahmen, also wir ertüchtigen auch an den Häusern. Oder wir finanzieren auch die Ertüchtigung an den Häusern. Also die Rede ist so von rund 3.300 Wohneinheiten. Das ist eine Menge, ja. Das ist ein schönes Paket. Das haben wir auch, also ich habe da in Erlangen gesehen, umfänglich, da eine ähnliche Situation. Also noch mehr durch die Innenstadt. Ja. Das ist eine richtige Aufgabe. Da ist ein Ingenieurbüro richtig mit beschäftigt. Okay. So, der nächste Punkt bei den Lärmschutzwänden ist natürlich die Gestaltung. Das war ja ein ganz großes Thema in Erlangen. Wie hoch sind die Lärmschutzwände? Wie sehen sie aus? Es hat ja auch eine Vereinbarung gegeben mit der Stadt, dass ein Gestaltungswettbewerb durchgeführt wird. Wir sehen hier mehr oder weniger den Wunschplan der Stadt. Sind die Wandhöhen eingetragen, verschiedene Wandhöhen und auch dann praktisch, wie die Wände gestaltet werden sollen. Wir haben dazu ein Konzept aufgestellt für die Durchführung des Wettbewerbes und das liegt auch der Stadt vor. Wir haben zusätzlich angeregt, dass wir eigentlich den Umgriff des Wettbewerbes erweitern. Also sprich, nicht nur uns angucken, wie sieht die Lärmschutzwand von außen aus, sondern auch, wie sieht sie von der Innenseite aus. Weil von der anderen Seite ist die Außenseite die Innenseite. Das ist eine relativ große Fläche. Da war uns natürlich wichtig, dass wir das gleich mitgestalten, dass wir auch die mittleren Lärmschutzwände mit einbeziehen, abgestuft natürlich, weil wir dort andere Anforderungen haben, aber auch mit Bestandteil des Gestaltungskonzeptes machen. Und der Vorschlag war auch, dass wir mehr oder weniger alle Brücken aufbauten, alles das, was so optisch aktiv ist, mehr oder weniger dort mit einbeziehen. Da haben wir Gespräche mit der Stadt und ich hoffe, dass wir den Gestaltungswettbewerb dann im Frühsommer aufs Gleis bringen, hätte ich fast gesagt, dann auch tatsächlich veröffentlichen können und im Herbst dann auch ein Ergebnis präsentieren, um genau zu wissen, wie die Sache mit dem Gestaltung sein wird, weil wir werden dann auf der Grundlage auch die Ausschreibungen, also Leistungsverzeichnis erstellen, um dann auch sicherzustellen, dass das alles umgesetzt wird. Also es ist ja eine optische Frage, zum einen natürlich für die Menschen, die direkt am Gleis wohnen, die auf diese Lärmschutzwände blicken, wie die ausschauen. Man muss aber der Wahrheit Ehre sagen, all die vielen Menschen, die also mit dem Zug durch die Stadt reisen, wenn die nur durch Betonwände reisen, dann ist es natürlich auch wenig erfreulich. Dann sagt er, wie war denn Bamberg? Ich sage, weiß ich nicht, war diesen rechts Beton. Ne? Ja. Also das heißt, da wird Sichtachsen geben, das soll schon
optisch so sein, dass man auch was sieht. Das ist natürlich auch schön. Ich meine, wir haben dadurch ja einen Vorteil in Bamberg. Wir haben eine relativ große Aufweitung im Bahnhofsbereich. Wir haben die transparenten Elemente und wir haben es gerade gesagt, was passiert, wenn ich in Bamberg fahre? Wie war es? Ja? Fahren Sie die Vorfahren? Wie war Vorheim? Rot und Gelb. Ja. Wir haben sich ja für eine richtig kräftige Farbe entschieden. Wir werden hier den Fächer auch erweitern, also um möglichst viel Spielraum auch in dem Gestaltungswettbewerb zu haben. Vorgegeben sind natürlich aus den Schallschutzberechnungen die Höhe der Wände. Da kommen wir nicht dran vorbei, weil wir natürlich auch sicherstellen wollen, dass möglichst viel aktiver Schallschutz da ist, weil das ist der beste und der wirksamste. Aber da sind wir jetzt weit weg von den damaligen Höhen, die so in den ersten Planungen waren. Ja, wenn Sie mal kurz nochmal vielleicht zurück. Oder ich habe gleich noch einen Übersichtsplan, da zeigen, kann ich Ihnen zeigen. Das sind so hier in Weiß, sehen Sie die Höhenvorgaben oder die Zielvorstellungen der Stadt. Die haben wir auch fast eingehalten. Wir haben, wenn ich mal die Westseite nehme, im Bereich Greuth, haben wir so 3,5 Meter. Dann im Bereich der Theresienstraße, da haben wir es, da ist es ein bisschen höher geworden. Da haben wir auch 3,5 Meter. Aber ansonsten sind wir fast überall bei 3 Meter, 2,50 Meter. Wir haben die Mittelwände 4 Meter hoch, also eine Staffelung über 3-4-3, also 3 Meter außen, 4 Meter in der Mitte und 3 Meter außen. Auf der Ostseite haben wir teilweise etwas niedrige Wände und nur geringe Abweichungen nach oben. Die einzige ist, wenn wir die Flächen, das sehen Sie jetzt auf diesem Plan nicht mehr, wir haben, ja, wie bereits ausgeführt, der Stadt vorgeschlagen, den Umgriff zu erweitern, weil wir natürlich auch im Norden noch Lärmschutzwände haben, im Bereich des Gleisdreiecks und auch noch Richtung Schweinfurt, dass wir die mit einbeziehen. Wir haben dort im Bereich der Abstellanlage eine Lärmschutzwandhöhe von 5 Metern. Das hängt damit zusammen, dass die Abstellanlage natürlich zur Bereitstellung der Züge dient. Das ist also relativ früh am Morgen, kommen die da und fangen an zu heizen und so weiter und so weiter. Das ist eine relativ eine Geräuschkulisse. Wir haben dort ein Studentenwohnheim in der Nähe. Da ist die Lärmschutzwand tatsächlich 5 Meter hoch. Wir werden es gleich mal sehen auf dem Lageplan, wie das aussieht. Hier nur noch mal zur Erinnerung. Auch hier mit den Sichtachsen natürlich ein wesentlicher Punkt. Und deshalb haben wir diese transparenten Lärmschutzwände im Bereich der Kreuzung. Das ist hier mal animiert dargestellt. Ja. So, das ist jetzt mal der Plan übersetzt. Ich habe das mal rausgezogen, damit man sieht, wie die Höhen da tatsächlich sind. Also 3 Meter, 3 Meter, die blauen sind die transparenten Wände, 3,50 Meter, 3 Meter in der Mitte, die Magenta ist 4 Meter durchgehend, ja, die sind immer 4 Meter die Wände und an der Außenseite dann wieder auch 3,50 Meter, 3 Meter. Und am nächsten kommen wir dann, das geht nach Norden vor. Auch das gleiche Bild mehr oder weniger, dann nach Norden, dann sehen wir da die gelben Wände, da haben wir 2,50 Meter, da haben wir etwas weniger. Aber im Wesentlichen sind wir in diesem 3-Meter-Bereich, 3-Meter-Hochsichtbereich. Da haben wir dann die Bereich der Messerei, da haben wir auch wieder 3,50 Meter, da haben wir auch umfängliche transparente Elemente, um dann, sagen wir, das Ensemble ein bisschen freizulegen und natürlich auch für den Betrachter am Bahnhof will er auch mal rausgucken. Also wir müssen das Umfeld haben und das sind ja auch ein paar markante Gebäude, die man ja auch darüber zeigen kann. So, jetzt sind wir mehr oder weniger auf der Nordseite, das Gleisdreieck. Dort haben wir Wände von 2 Meter. Die würden wir auch gerne mit ins Konzept mit einbeziehen, damit dann, wenn wir jetzt schon den Aufwand machen, auch alles in einem Guss dann ist, damit es auch eine Wirkung erzielt. Kurz zurückgehen, damit man sieht, da sehen Sie den senffarbenen oder grünlichen Bereich, das sind die Bereiche über 5 Meter im Bereich der Abstellanlage, also 5 von 5 Metern im Bereich der Abstellanlage. Zum nächsten. Wir haben jetzt noch ein paar Querschnitte noch dazugefügt, damit man mal sieht, wie sich die Lärmschutzwände dann auch im Gelände einfügen, weil wird da immer viel auch diskutiert, was ist eigentlich die Bezugsgröße. Die Bezugsgröße bei Lärmschutzwänden ist SOK, also Schienenoberkante oder SO. Und das hat einen ganz einfachen Grund, weil die Lärmschutzwände beziehen sich in ihrer Schallwirkung auf die Schiene. Das heißt, sie werden auch von der Schienenoberkante her definiert. Also die Ermittlung erfolgt von der Schiene aus. Und das ist natürlich auch die einzige konstante Größe. Und jeder, der mal so eine Strecke lang gefahren ist, der sieht ja, wie das Gelände dann meandert, in der Höhe meandert, hoch und runter geht. Damit wir aber konstant arbeiten können oder auch berechnen können, beziehen wir uns auf SO oder SOK.
also Schienenoberkante, und da sehen Sie jetzt praktisch auch der, wo der massive rote Balken ist. Und das wird dann teilweise angeglichen. Nur am nächsten, hier sehen wir jetzt in den südlichen Bereich, kurz und, im südlichen Bereich mit der, haben wir nur auf der Westseite eine Lärmschutzwand und in der Mitte eine Lärmschutzwand. Da haben wir die 3,50 Meter und 4 Meter. Am nächsten. So, jetzt haben wir schon drei Lärmschutzwände, also einmal 3,50 Meter auf Westen, 4 Meter in der Mitte und 3 Meter außen. Da sieht man jetzt auch klassisch das Problem. Auf der Westseite liegt das Gelände ein bisschen tiefer. Ja. Lärmschutzwand bezieht sich natürlich auf SOK. Und auf der Ostseite sind wir fast schon im Gelände drin. Das kann man natürlich nicht ausgleichen. Ja. Da gibt es den Versatz. So, das ist, glaube ich, die, die krasseste Situation. Das ist im Bereich der, der Theresienstraße und der Nürnberger Straße. Da fällt das Gelände tatsächlich stark ab. Wird dann auch gleich genutzt, diese Unterführung. Da haben wir Stützwände, um auch da wollen wir den, keinen zusätzlichen Stadtraum zu benötigen, haben wir jetzt teilweise auch. Und aufgesetzt, dann auf der rechten Seite aufgesetzt, dann eine Lärmschutzwand. Und auf der linken Seite haben wir mehr oder weniger die Stützwand hochgezogen, um auf der gesamten Höhe dann auch mehr eine Gestaltungsoberfläche zu haben für den Wettbewerb. Ja, hier sehen wir mehr oder weniger eigentlich nur die Konturen, die berücksichtigt werden müssen. Aber so eine Betonwand schafft eben auch mehr Möglichkeiten für die Gestaltung, als wenn wir tatsächlich nur mehr oder weniger mit Pfosten und Paneelen arbeiten. Wir sehen auch hier rechts die Wandgrenzen, wie das funktioniert. Am nächsten. Ja, das machen wir auch in der Planerstellung. Natürlich Natur- und Artenschutz. Eben im Stadtwald haben wir gesehen, dass wir da was tun zur Ertüchtigung. Und wir haben große Flächen im Bereich dieser Munitionsanstalt. Das hat den Vorteil, da haben wir ein sehr gutes Vereinbarung treffen können mit der BIMA sozusagen, die diese Flächen, diese Konversionsflächen da freigibt. Dadurch haben wir relativ wenig Grunderwerb für Folgemaßnahmen. Also insgesamt ist der Grunderwerbbedarf relativ gering in diesem Projekt. Also nicht sogar sehr gering. Und tatsächlich da, wo wir das Gleis anbauen, alle LWP-Maßnahmen mehr oder weniger, die erledigen wir auf Drittflächen. Also die, wie gesagt, die Ertüchtigung des Waldes oder eben diese Beamerflächen. Das kommt uns wirklich sehr entgegen. In der Stadt selbst haben wir nur noch, also im Bauungsbereich selbst, keinen Grunderwerb. Da kommen wir so klar. Zusätzlich kommt natürlich, dass wir eben vorübergehend Anspruch haben. Also da, wo wir bauen müssen, da brauchen wir natürlich ein bisschen Baufeld oder für die Baustraße oder für die Baustelleneinrichtungsfläche. Das sind Flächen, die nehmen wir halt für die Bauzeit in Anspruch. Die werden, die Eigentümer werden entsprechend entschädigt und die Flächen werden anschließend im Originalzustand wiederhergestellt. Das heißt, es gibt eine andere Vereinbarung mit dem Eigentümer oder dem Nutzer. Falls andere Wünsche sind, dann kann man sich dann auch wunderbar vereinbaren. Das praktizieren wir auf der Strecke Tag ein, Tag aus und das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Vielleicht in dem Moment sollte man vielleicht auch sagen, am 1. oder 3. März werden ja Leute von Ihnen vor Ort sein, also wenn jetzt so Einzelfragen zu beantworten sind, was steht denn für Entschädigung zu einem speziellen Gebäude? Wie schaut es denn mit Lärmschutz aus für mich persönlich? Also Sachen, die man jetzt in diesem großen Rahmen gar nicht besprechen darf, schon aus Datenschutzgründen und Persönlichkeitsrecht näher. Also da gibt es die Möglichkeit, am 1. und am 3. März zwischen 10 und 19 Uhr im Westwestern Hotel in Bamberg sich zu informieren. Da ist für jeden, der kommt, eine halbe Stunde Zeit. Man muss sich nur telefonisch vorher anmelden. Ich sage da noch die Telefonnummer und die wird auch eingeblendet. Also auch da wird es jetzt für individuelle Beratung Möglichkeiten geben, möchte ich nur schon mal einfließen lassen, die man halt hier gar nicht machen darf. Ja, wir wollten also trotz Corona eben auch Platz geben für individuelle Gespräche. Also das haben wir auch praktiziert in den südlichen Abschnitten. Es hat sich einfach gezeigt, ich meine, die Planung hat eine gewisse Granularität. So fein können wir nicht in jedes Grundstück reingucken. Und dann macht es oft Sinn und ist auch, also ich habe es auch immer sehr produktiv empfunden, mit den unmittelbar Betroffenen zu sprechen. Und da finden sich oft auch ganz kleine Lösungen, keine unsere große Wirkung. Wo wir können, passen wir das auch an, diese Gespräche. Also ich habe es immer, mir hat es immer viel Spaß gemacht, zum einen, weil es auch die erste Gelegenheit ist, die Strecke kennenzulernen. Wenn wir kommen und bauen, dann, okay, dann sind wahrscheinlich sowieso
Da kommen wir mit den PS-fähigen Maschinen, ja, aber da trifft man sich zum ersten Mal, um sich mal kennenzulernen. Und das hat also sehr gut funktioniert in den südlichen Abschnitten. Und das möchten wir auch hier fortsetzen. Corona hin und Corona her. Wir haben in dem Hotel ein Hygienekonzept, dass wir das auch können. Und das bieten wir an. Und ich bin gespannt und wir freuen uns auch darauf. Okay, wir haben Denkmalschutz, Gewässerschutz noch. Denkmalschutz, ja, haben wir auch. Wir haben ja insbesondere Bodendenkmale, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ist auch etwas, was wir hier im Recklesthal kennen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Jeder, der mal nach Süden gefahren sein wird, wird dann gesehen haben, jetzt allein schon im BRV 21, dass dann auf einmal der Ohrboden abgeschoben ist und Leute mit kleinen Eimern rumrennen und Pinseln und kleinen Mauerkellen und kleinen Zelten im Sommer, wenn es so heiß wird. Sie graben halt und so finden dann auch etwas aus Keltenzeiten. Im Vorhang haben wir was aus dem Mittelalter gefunden. Wir kennen die Flächen, da gehen wir im Vorfeld drauf, das wird erkundet und dann wird das geborgen. Also ich war, muss sagen, alle Funde werden ja gespendet. Und ich habe bei mir im Büro, also ich weiß gar nicht, eine Spenderliste. Ich bin also ein sehr großer Spender fürs Landesamt, weil die alles kartiert haben, jeden einzelnen Stein, der denn aufgefallen ist. Also erstaunlich, wie viele Listen da zustande kommen. Ne? Also das nennen die Archäologen dann Rettungsgrabung. Kann aber auch durchaus sein, dass wenn was Größeres gefunden wird, dass auch nochmal das ganze Projekt ein paar Wochen nach hinten schiebt. So was ist auch schon passiert. Es ist schon passiert, mir noch nicht, Gott sei Dank. Okay, schauen wir, was ich finde. Nein, die Frage ist ja, können wir im Vorfeld arbeiten? Ja. Das ist ja entscheidend. Ja. Haben wir genug Zeit, um im Vorfeld die Flächen zu erkunden? Das machen wir auch in der Regel. Ja, das funktioniert nicht immer, aber in der Regel passt das. Und das sehen Sie ja jetzt im BRV 21 auch. Da ist ja schon, große Teile sind schon erkundet. Die waren schon draußen. Und wo wir es eben können, machen wir das. Und das ist natürlich, klar haben wir auch schon einen Treffer gehabt, ja, wo man dachte, naja, nach einer Woche ist er weg und nach 6 Wochen war er immer da. Ja. Da muss man sich Puffer nehmen. Ja. Was aber für die Archäologen auch durchaus mal spannend ist, weil sonst hätten sie gerade die Gelegenheit, die Sachen mal sich zu betrachten oder auszugraben oder auch die Möglichkeit. Ja, das sollen sie auch tun. Wie gesagt, in der Regel haben sie auch Zeit dafür. Es ist eine ähnliche Situation, die ist vielleicht nicht ganz so lustig, dass wir natürlich auch Kampfmittel haben. Gerade im Bamberger Bereich, da werden wir natürlich auch umfängliche Vorerkundungen machen müssen. Das machen wir auch. Das machen wir aber mehr oder weniger baunah, weil wir da tatsächlich Flächen arbeiten müssen. Also wir reden über Weltkriegsbomben und dergleichen mehr und Sachen, die halt nach dem Krieg direkt verscharrt worden sind, weil wir es loswerden wollen. Das haben wir schon gefunden, ja. Okay, also ich merke schon, wir haben sehr viele Fragen. Wir sollten ein bisschen straffen, um da mehr Zeit zu gewinnen. Gut, dann gehen wir mal kurz die Logistik noch durch. Kommt jetzt eine Abfolge von 3-4 Folien. Wir sehen hier eben praktisch bahnparallel unsere Schließungsstraßen, rötlich hinterlegt die Baustelle-Einrichtungsflächen. Am nächsten, da sind wir auch wieder Baustelle-Einrichtungsflächen und dann die gestrichelten Linien, die Zufahrten. Hier auch frankiert, das sind alles hier in der Bildmitte, sind alles unsere eigenen Flächen. Das ist ja ehemalige Bavaria-Kronenhandel oder so, die Fläche benutzen wir. Und auch von dieser ehemaligen Wagenwäscherei, das sind dann auch Flächen, die wir als Baustelleneinrichtungsflächen benutzen, bevor wir sie eigentlich freigeben und wir anschließend nicht mehr brauchen. Hier sehen wir die Kronacher Straße mit der Umfahrung, auch wieder Baustelleneinrichtungsflächen, jeweils Baustellen nah und das Hafengleis. Ebenfalls mit streckennahen Baustelleneinrichtungsflächen. Thema Grunderwerb, wir haben es eben gehört. Auch wenn wir die Planung so organisiert haben, dass wir relativ wenig brauchen. Wir brauchen trotzdem Grunderwerb. Das ist, die Flächen sind, wenn Sie in den Planunterlagen nachsehen, da werden die Flächen sind ausgewiesen, ob wir die Flächen kaufen müssen oder ob wir sie nur bauzeitlich in Anspruch nehmen. Vom Verfahren her ist es so, wir werden auf sie zukommen. Die Flächen werden ermittelt, gibt ein Gutachterverfahren dazu. Da wird der Wert ermittelt und auf dieser Grundlage werden dann die Kauf- oder Nutzungsverträge abgeschlossen. Wert gegen Aufbauten und so weiter werden entsprechend ersetzt oder Pachtausfälle ebenfalls. Also das war eine Frage, das ist aber der jetzige Zeuge und nicht der von 1921. Ja, es gibt schon ein Tiefdatum und nachdem wird ermittelt. Hier sind wir nochmal kurz beim Verfahren. Wir haben es eben schon besprochen, Sie haben es ja schon ausgeführt, wie es weitergeht. Wir sind jetzt in der Auslegung, Einwendungszeit. Dann gibt es noch eine Erörterung, wahrscheinlich auch digital am Sicherungsgesetz. Das entscheidet die Regierung in Oberfranken. Also ich höre gerade die Folien, die wir hier sehen, hängen im Stream. Also man sieht sie teilweise nicht oder sie sind weit zurück.
So, ich versuche es gerade mal für Sie in Ordnung zu kriegen. So, jetzt sollten Sie die wieder sehen. Okay. Also das Bahnfeststellungsverfahren haben wir ja schon besprochen, wie der Ablauf ist. Wichtig, wo finden wir die Unterlagen? Also Bamberg, im Bauamt, im Baureferat liegen die aus, beispielsweise in haptischer Form. Das sind diese 18 Ordner. Das gleiche natürlich auch nicht nur in Bamberg, sondern in Strullendorf und natürlich auch in Hallstatt. Das Ganze kann man nachlesen, natürlich auch online unter der Regierung von Oberfranken. So, wir haben natürlich auch die informelle Beteiligung, die es noch gibt. Das heißt, es wird auch wieder während der ganzen Bauphase Infozentren geben und auch Bürgersprechstunden vor Ort. Also das heißt jetzt nicht, dass jetzt im Planfeststellungsverfahren die ganze Geschichte immer kurz informiert wird. Das heißt, es läuft an und für sich, wenn man es realistisch sieht, der blendet die ganze Bauphase durch. Ja, wir werden Infozentren am Bahnhof haben in Vorheim. Corona-mäßig, Corona-bedingt aber auch da hatten wir ein Infozentrum. Wir haben unser Infozentrum kurzerhand digitalisiert. Das bleibt uns alles übrig, damit Sie mehr oder weniger auch das nachvollziehen können. Aber während der Bauzeit wird das Infozentrum natürlich noch andere Aufgaben haben. Da werden wir dann über die einzelnen Baumaßnahmen berichten, auch ausstellen, wo werden besondere Einschränkungen sein oder nicht. Das wird also auch über die Baustelle berichten und wird auch Anlaufpunkt sein für die Bürger. Das wird entsprechend besetzt sein. Genau, also Sie haben es hier auch nochmal auf der Folie Bürgersprechstunde. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, Sie sehen es, die Anmeldung. Ich sage mal die Telefonnummer, falls Sie es eventuell nicht sehen, ist die 0160 97 40 4110. Und wir schauen uns die Folie 82 und 81 nochmal an. Okay. Das ist halt die Frage, welche ist die 82 und die 81? Ja, das ist die, da haben wir sie, die 81. Jawohl, dann sind Sie wieder auf dem Stand der Dinge. So, das war zum einen, wie funktioniert dieses Planfeststellungsverfahren, wie funktioniert der Grunderwerb? Wir haben darüber schon gesprochen, also es wird von einem Gutachter festgelegt, es gibt einen Stichpunkt und es geht natürlich nicht um Enteignung, sondern eigentlich um eine vertragliche, einvernehmliche Lösung, falls man was braucht. Aber es ist ja verhältnismäßig wenig in dem Bauprojekt, was an Grund erworben werden muss. Das ist verhältnismäßig wenig, aber wenn es trifft, das für den ist es spannend, genau. Für den ist es spannend und auch, wichtig. Ja. Und deshalb gibt es auch nochmal die Möglichkeit, vor Ort persönlich miteinander zu sprechen. So, wir haben nochmal diesen Ablauf dieses Verfahrens. Also im Endeffekt, wenn die Regierung von Oberfranken durch ist, die ganzen Einwendungen, prüft nochmal das Eisenbahnbundesamt das Ganze und lässt dann den Planfeststellungsbeschluss. Und das ist an und für sich das Go, dann kann man loslegen. Dann legen wir los. Und wir werden auch direkt loslegen, vielleicht auch einen kurzen Überblick. Wir werden also 2023 anfangen mit den Baumaßnahmen. Unmittelbar nach Beschluss, Leitungsverlegung, vorbereitende Maßnahmen. Dann werden wir mit der Abstellanlage beginnen und dem Hafengleis und uns dann auch 2024 nach Süden ausdehnen. Im Bahnhofsbereich selbst werden wir von 2024 bis 2031 bauen. Das ist also sehr komplex, weil wir da unheimlich viele Bauzustände haben werden. Endlich bei der Kronacher Straße, beim Hafengleis werden wir ein bisschen früher fertig sein. Aber wir werden viel zu tun haben während der ganzen Zeit. Und darin eingebettet natürlich dann auch die Bauzeiten der Eisenbahnunterführung oder Überführung. Das ist natürlich, die müssen ja auch dann noch synchron laufen, dass der Straßenverkehr auch weiter läuft. Da haben wir eine Menge zu tun. Wunderbar. Also hier haben wir nochmal die Folie, wo Sie es auch haptisch einsehen können und wo man es sich online anschauen kann, die ganzen Planungsunterlagen. Ja, und jetzt gehen wir ins Eingemachte. Fragen sind, glaube ich, gerade genug aufgelaufen. Und wir wollen es ein bisschen nach Häufigkeit Ihrer Fragen abarbeiten. Und das Erste, und für die Menschen, die uns hier zuschauen, das Spannendste ist der Lärmschutz. So, wir haben also schon über diese Lärmschutzwände geredet. Wir können uns das links anschauen, die Chatbeiträge. Ich komme da mal an den ersten und da steht: Warum ist nicht ersichtlich, dass die Höhe der Schallschutzwände
plus Bodenniveau zu berücksichtigen ist. Höhe Gleisbett plus Schallschutz, dann ist die Höhe gesamt 4,50 Meter. Berliner Mauer 3,50 Meter bis 4 Meter. Berliner Mauer wird da gern genommen. Die chinesische wird natürlich noch extremer, aber lass uns mal bei der Berliner. Okay, wir haben ja geredet, also man muss den Lärmschutz sehen vom Gleis per se und dann den Boden nochmal. Also ist es dann tatsächlich so, dass ich sage, ich habe 3,50 Meter und dann im echten Leben sind es dann 5? Ja, das haben wir gesehen. Wir haben die Situation im Bereich der Theresienstraße und der Nürnberger Straße, da haben wir Stützwände unten drunter. Da ist es hoch, ja, weil das Gelände eben absackt. Aber wir haben ja auch in den Schnitten, deshalb habe ich extra die Strecke abgelaufen, mehr oder weniger, haben wir auch gesehen, dass wir in großen Teilen praktisch eben gleich sind oder Gelände gleich sind. Also Zweck des Ganzen, nicht um Mauern zu bauen, sondern um den Lärmschutz zu gewährleisten, weil das Gelände ja unterschiedlich hoch ist. Das heißt, es würde nichts bringen, wenn man es immer gleich machen würde. Das heißt, die Bewohner dann auf der anderen Seite hätten einen unerträglichen Lärm, wenn die anderen mehr oder weniger die himmlische Ruhe haben, obwohl es vielleicht jetzt nur einen Meter differiert. Der Effekt wäre weg und ich meine, wir werden ja sehen, Sie haben es vielleicht gesehen, weil ans Ingenieurbauwerk stand, wir haben ja jetzt auch teilweise die Gleise in Dammlage. Also die Oberkante der Gleise verändern wir ja kaum, also nicht merklich. Das geht mal hier und da in den Schnürbauwerken ein bisschen runter, aber im Prinzip sind wir in der alten Trassenhöhe. Also da wird sich nichts verändern und das werden Sie im Bereich der Nürnberger Straße, wenn Sie da heute langfahren, da sehen Sie auch heute, dass die Gleise höher sind. Nächste Frage, wir haben zwar schon drüber geredet, welche Art von Lärmschutz wird aufgestellt? Was ist das für ein Material? Ist es transparent? Hat es verschiedene Farben? Also wir haben ja gehört, es gibt auch einen Wettbewerb, es gibt Ausschreibungen. Was ist da konkret geplant? Also geplant auf jeden Fall ist die transparente Ausführung im Bereich der Kreuzungen. Das haben wir auch an den ganzen Bauwerken eben gesehen. Den Rest, den werden wir im Wesentlichen im Gestaltungswettbewerb unterwerfen. Es gibt da Bereiche mit geringeren Anforderungen. Die Stadt hat sich da ja auch eine Menge Gedanken gemacht, ja. Unser Regelsystem sind Aluwände, also praktisch Stahlpfosten mit Alupaneelen dazwischen. Die werden wir auch für die Mittelwände nehmen, weil die einfach am wartungsärmsten sind. Und wir haben natürlich Interesse daran, möglichst wenig an diesen Schallschutzwänden unter Betriebsbedingungen zu machen, weil das immer zu Einschränkungen führt. Also wenn die mittleren Wände, die werden sicherlich auch weiterhin aus Alupaneelen sein. Aber da, wie gesagt, das Thema Farbgebung spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Nächste Frage ist in der Website, also www.knoten-bamberg.de ist zu lesen. Die tatsächliche Gestaltung wird im Realisierungswettbewerb entschieden. Da haben wir gerade drüber geredet. Wie lange läuft dieser Wettbewerb? Weiß man das? Ich gehe davon aus, dass wir im Herbst durch sind. Okay, also dieses Jahr fällt dann noch die Entscheidung. Und da kann man sich auch grafisch anschauen, wie wird es dann in echt ausschauen. Ich bin mir sicher, dass die Stadt Bamberg das auch öffentlich zugänglich machen wird. Das wird ja auch im Stadtratbeschluss dazu geben. Es gibt zwar auch ein Preisgericht, aber letztendlich die Umsetzung wird dann vermutlich von den Stadtratsbeschluss kommen. Und von daher war es natürlich auch unser Anliegen, das möglichst umfassend und umgreifend zu regeln, damit wir auch wirklich ein Gesamtkonzept haben. Und wenn wir uns schon Aufwand machen für einen Gestaltungswettbewerb, dann wollen wir auch ein Gestaltungsergebnis haben. Und das soll dann auch erkennbar sein. Wir kommen mal zum, es gibt ja den aktiven Lärmschutz, das sind diese Wände, es gibt auch den passiven, haben wir auch drüber geredet. Also es müssen Lärmschutzfenster teilweise eingebaut werden. Alles Mögliche in der Art. Wer trägt da die Kosten, ist die Frage. Die Lärmschutzwände, die Kosten werden vom Bund getragen. Also und jetzt die passive, also die passive genau das gleiche. Also das heißt? Das ist auch Vorhabensträger. Also Vorhabensträger und wir arbeiten ja mit Fördermitteln, das ist eine Maßnahme des Bundes und wir verwalten diese Mittel halt, aber wir sind natürlich auch der Mittelverwendung unterliegen wir auch. Ja. Okay, Rattenwarnanlagen ist da die Frage. Warnanlagen, ja, das ist sicherlich ein Problem, wenn wir unter rollendem Rad bauen. Das wird sich sicherlich teilweise nicht vermeiden lassen. Tatsache ist aber auch, dass wir möglichst wenig nachts bauen werden, nur in Ausnahmesituationen. Und wenn wir nicht bauen, werden die Anlagen abgestellt. Okay. Dann nochmal eine Frage zu den Mauern. Warum diese so hoch sein müssen, wie sie jetzt geplant sind, wenn die Güterzüge ja ab 2020 faktisch gar nicht mehr zu hören sein sollen? Also ich glaube, so toll wird der Lärmschutz, glaube ich, der Räder nicht werden auf der Schiene. Das wär wirklich eine neue Erfindung. Ja. Die zweite Erfindung des Rades sozusagen. Ja. Ja. Nein, wir brauchen diese Lärmschutzwände noch, weil wir natürlich auch ganz normale Strömungsgeräusche haben. Und unser Zug macht einfach auch Lärm. Das ist ein Auto macht auch Lärm. Ja. Je schwerer es ist, auch Elektroautos machen. Auch Elektro und die heulen. Ja, die heulen. Es ist die Frage zu den durchsichtigen Wänden. Wir haben gesprochen, das ist also für den Plexiglas, wo man durchschauen kann.
Ist es der Fall, dass die innerhalb kürzester Zeit durch Funkenflug, durch Abrieb faktisch Milchglas werden? Sie verschmutzen sicherlich und in der Regel reinigen wir die Lärmschutzwände nicht. Aber das, man muss die Strecken mal absehen. Da sieht man auch, dass es schon erreichbar ist, dass die auch weiter transparent bleiben. Früher haben wir dann diese Braunfärbung gehabt, insbesondere weil wir natürlich noch die Gussbremsen noch hatten. Das macht sich auch bemerkbar. Ja. Daher kam dieser Braunstich. Das hat man auch oft in den Bahnhöfen gesehen, dass überall so ein leichter Rostfilm oben drauf liegt. Das wird sich sicherlich nicht mehr so einstellen. Aber im Prinzip. Das ist wie in Bamberg, glaube ich, kennen Sie die Anlagen, diese transparenten im Bereich der Kronacher Straße. Aber alle sind ja schon mal mit dem Zug gefahren, das transparente Lärmschutzmaß ist ja nicht mit hat. Nochmal eine Frage zu den Lärmschutzmaßnahmen, den passiven, die Lärmschutzfenster. Jetzt werden die Leute dann sagen, okay, ihr seid da betroffen, ihr kriegt komplett auf Kosten des Bundes das neue Lärmschutzfenster, vielleicht auch noch eine zusätzliche Verdämmung. Was ist mal so nach der Lebensdauer, nach 20 Jahren, gibt es da Plan B, kriegen die das nochmal oder hat man dann leider Pech gehabt? Das ist eine einmalige Investition. Okay. Und die Fenster halten auch in der Regel länger als 20 Jahre. Also sagen wir so eine halbe Generation Minimum sollen die halten. Dann war es aber ein schlechtes Fenster, wenn es eine halbe Generation hält. Und wird gut eingebaut? Wir brauchen, also die Fenster müssen die Schallschutzanforderungen erfüllen. Okay. Und die Auswahl der Fenster liegt an den Eigentümern, das geben wir nicht vor. Okay. Wir achten nur darauf, dass der Dämpfungswert erreicht wird. Nächste Frage ist nochmal zu den Lärmschutzwänden. Also jemand, der also direkt wohl am Bahnkörper wohnt, er sagt sich, welche Wände sind jetzt für Wohngebiete geplant? Sind es transparente, sind es bunte, sind es Betonstücke? Was ist da in Planung? Bestattungswerk. Okay, also das läuft jetzt faktisch, das entscheidet sich bis jetzt. Ja. Kann man da selber Einfluss nehmen in diesem Gestaltungswettbewerb? Also als Architekt kann ich sagen, ich habe früher auch an Wettbewerben teilgenommen, ich konnte nie Einfluss nehmen, wer gewonnen hat. Ja. Okay, aber das ist im Lauf. Nein, da gibt es ein Preisgericht und die beschäftigen sich damit. Ich weiß jetzt nicht, welche Maßnahmen ich dann noch weiter organisieren wird dazu, aber im Prinzip ist es ein Preisgericht und da ist auch der Stadtrat vertreten. Also es ist ein offenes Gremium. Da werden auch Techniker der Bahn dabei sein, um sicherzustellen, dass die Schallschutzwände auch ihren Schallschutzzweck erfüllen und dass wir auch entsprechend auch eine Lebensdauer haben. Aber ansonsten, das ist tatsächlich die Wettbewerbskommission, die entscheidet danach. Jetzt scrollen wir mal ein bisschen. Das sind jetzt Einzelfragen zu einzelnen Gebäuden, die man dann auch im Dialog besprechen kann, die jetzt nicht allgemein. Werden die Lärmschutzwände begrünt, ist eine Frage. Kommt auch vor, ja. Also okay. Die Grünen teilweise werden Grüne vorgesehen. Das ist jetzt auch Gegenstand auch der Diskussion mit der Stadt. Und da gibt es schon viele Sachen zu beachten. Wenn man begrünt, dann muss es auch funktionieren. Weil eine abgestorbene Begrünung, das ist nicht das Wahre. Und da haben wir auch umfängliche Erfahrungen, die bringen wir auch gerne ein. Da ist eine Frage, die ist sicherlich für viele spannend. Es geht jetzt nochmal um den passiven Lärmschutz. Muss man da selbst aktiv werden? Muss ich das beantragen oder kommt die Bahn praktisch auf die Leute zu? Die Bahn kommt auf die Vorhabenträger, werden praktisch alle, die berechtigt sind, anschreiben. Okay, das heißt, Sie kriegen definitiv Post, wenn Sie in diesem Bereich liegen, muss ich sagen, ich habe da Anspruch drauf. Das heißt, man muss jetzt faktisch selbst erstmal gar nichts unternehmen. Nein. Das kommt da Gott gegeben, auf gut Deutsch. Nein, es kommt nicht Gott gegeben. Es kommt schon, wie die Baustelle kommt. Ja? Ja. Wenn die Baustelle kommt, kommt auch die Post. Und der Lärmschutz. Und der Lärmschutz, ja. Und der Unterschied zwischen aktiven und passiven ist, Sie können es aussuchen. Sie müssen nicht. Wenn Sie wollen, können Sie machen. Beim Aktiven, den steuern wir, den bauen wir auch. Und den bauen wir auch. Okay. Jetzt eine Frage, die natürlich viele Bamberger interessiert. Wenn diese Lärmschutzwände kommen, verliert dann die Stadt den Status Weltkulturerbe? Das glaube ich kaum. Das war, glaube ich, so die Frage, als wir noch von 8 Metern und mehr geredet haben, da war die Diskussion. Gut, durch die Lärmschutzmaßnahmen müsste es ja auch Verbesserungen geben. Jetzt gehen manche davon aus und befürchten, dass jetzt, sagen wir, ihre Wohnimmobilie an den Lärmschutzwänden an Wert verliert. Gibt es da einen Schadensersatz für Eigentümer? Also, wenn der Lärmschutz besser wird, dann gewinnt die Immobilie an Wert, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, kann natürlich auch sein, dass man es jetzt direkt am Lärmschutzwand sein Gebäude hat, aber sehr breiter wird. Das ist richtig, aber da gibt es keinen Ersatz. Okay, also da, falls man tatsächlich weniger Erlös hat, hat man Pech gehabt auf gut Deutsch. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Lärmschutzwand gewinnt das Grundstück.
Okay, also es wird auf alle Fälle leiser, ja. Das ist schon mal sicher. So, dann die Frage, gibt es statistische Messwerte der Lärmbelastung mit Lärmschutzwänden und wie ist der aktuelle Messwert? Ich glaube, da sollte man mal den Experten dazu befragen, oder? Ja, es gibt aktuelle Werte, das wird auch verglichen, wir werden auch vergleichen vorher und nachher. Ich weiß nicht, wer schon mal auf der Internetseite war des Projektes, da haben wir mal einen kleinen Film gemacht über die Dämmungsmaßnahmen. Ich glaube, in Wiebelsdorfer Straße war es und Zollner Straße, ich weiß nicht, 1-2 Brücken und Frauheimer Straße. Wie ist eigentlich die Lärmbelastung vorher, nachher? Was schaffen Lärmschutzwände? Das ist wirklich interessant. Das ist eine Fotomontage, da sieht man die Messungen und dann wird praktisch der ermittelte Dämpfungswert wird da simuliert. Und da kriegt man, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, was es bedeutet. Jetzt fragen viele, warum ist denn jetzt nicht auf der Gesamtstrecke, die ja doch etliche Kilometer sind, auf 2,5, nicht überall transparenter Lärmschutz immer dasselbe? Warum macht man das nicht? Das ist natürlich auch eine Geldfrage. Ja. Warum soll ich auf einer Ackerflur eine Lärmschutzwand bauen? Ja, das ist, Lärmschutzwand ist ja auch für den Betreiber auch eine Erschwernis. Das muss ich auch dazu sagen. Es ist keine Zugänglichkeit. Thema Flucht- und Rettungswege müssen nicht beachtet werden und so weiter und so weiter. Lärmschutzwand ist schon für den Betreiber auch eine Last. Das muss man schon sehen. Ja. Und da muss sie gewartet werden, muss repariert werden und so weiter. Also ich wüsste jetzt auch nicht, aus welchem Grund man jetzt durchgehend dann eine Lärmschutzwand bauen sollte. Und da gibt es ja ständig Gespräche zwischen der Stadt, zwischen der Bahn. Was macht man wo? Wo sind Sichtachsen? Wo also brauche ich was transparent ist? Wo kann man ganz anders arbeiten? Und wo ist halt überhaupt keine Wohnbebauung? Wo kann man sagen, okay, braucht die Wiese jetzt dringend eine transparente Lage, damit die Schafe besser durchgucken können, wenn es denn da Schafe gibt. Also das heißt, es wird Stück für Stück abgewogen, was man macht. Ja. Und man muss natürlich auch immer beachten, die transparenten Lärmschutzwände haben nicht so einen hohen Dämpfungswert wie jetzt tatsächlich die Sandwich-Elemente. Okay, wir kommen zum nächsten Wunsch, Sandsteinverblendungen an Lärmschutzwänden. Ich bin gespannt auf den Gestaltungswettbewerb. Okay, also da sind wir da weit durch. Dann würde ich sagen, wenn wir jetzt da nichts Neues haben zum Thema Lärmschutz, kommen wir mal zum Thema 2, zu den Bauwerken. Da ist ja auch einiges zu tun, was da für Fragen aufgelaufen sind. Genau, Bauwerke. So, wir haben Unterführung an der Moosstraße, ist da ein Fahrradweg vorgesehen. Ich glaube, mich erinnert zu haben, da waren so zwei, aber wir schauen mal nach. Ich glaube, wenn wir nochmal auf die Folie an der Moosstraße, da habe ich jetzt eine Einfahrtsfläche, Folie 45, also da sieht man jetzt den Geh- und Radweg, wir haben jetzt keinen Lageplan. Alfons, ich würde mal einen Plan einblenden von der Moosstraße, dann sieht man das besser. Ja. Jawohl. So, sieht man den Plan? Ja. Querschnitt. Soll ich mal was dazu sagen vielleicht? Ich kann auch mal mein Bild anmachen. Dann sieht man mich auch noch mit. Genau, hast du mich. So. Also, Moosstraße, da war die Frage aufgekommen, wie ist der Querschnitt dort? Ja, die Frage war jetzt, ob da Fahrradwege vorgesehen sind und wenn, was für welche. Ich glaube, das wird da ziemlich deutlich. Wenn wir vielleicht noch einen Lageplan haben, dann können wir sehen, wo der anbindet. Ist das auch? Ja, jetzt bin ich wieder da. Ich war mal kurz, irgendwie hat hier die Internetverbindung ausgehauen. Wie gesagt, in der Moosstraße, das ist ja ein Verlangen der Stadt, der Querschnitt. Dort wird der ursprüngliche Querschnitt erweitert auf insgesamt eine Lichteweite von 11 Metern. Dort ist also links und rechts ein Gehweg von 2 Metern geplant und im Bereich der Fahrbahn ein Radweg, der gleichzeitig also mit dem Fahrzeugverkehr genutzt wird. Wie gesagt, das ist hier der Wunsch der Stadt.
Dieses Verlangen wird auch entsprechend so umgesetzt im Verfahren. Aber zum Gehweg, der ist nicht barrierefrei, schreibt er gerade. Warum muss der Gehweg so tief wie die Fahrbahn liegen? Das hat mit dem Querschnitt zu tun. Wenn wir dort den Gehweg hochlegen, mussten wir auch entsprechend noch den Querschnitt verbreitern. Das war aber von der Stadt so nicht gewünscht. Das würde dazu führen, dass das Ganze dann für die Fahrbahn zu steil wird, für den Fahrzeugverkehr, weil sich dann entsprechend die Überbauhöhe vergrößert und entsprechend dort natürlich tiefer die Straße abgesenkt werden müsste und die Kreuzungsbereiche geben dann die Längsneigung für die Straße vor, was dann dazu führen würde, dass man dort den Straßenverkehr nicht mehr entsprechend führen kann. Okay, also es hat rein bauliche Gründe und verkehrliche Gründe. Es kommt eine Frage vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Also in Bamberg planen ja sehr viele Radwege, man ist da stark am Aufbau. Und es ist die Frage, bei jeder Unterführung, da habe ich ja nur einen gewissen Platz zur Verfügung, gibt es da Radwege, die mindestens 2 Meter in der Breite sind? Es gibt Radwege, die 2 Meter in der Breite sind, aber nicht an der Moosstraße. Okay, also da, wo wir gesprochen haben, also der besondere Knackpunkt, also da ist Gott gegeben, nicht mehr rauszuholen, weil nicht mehr da ist. Es ist einfach durch die umgebende Bebauung mit den Kreuzungsbereichen, die anschließenden Straßen, die sich dort befinden, geben dort die Geometrie vor. Sonst müsste man dort komplett die angrenzenden Kreuzungsbereiche umbauen, was dazu führt, dass wir dort sehr viel mehr Eingriff in andere Grundstücke auch noch hätten. Das ist nicht sinnvoll an der Stelle. Also Herr Schnell hat noch einen technischen Hinweis. Bitte immer dann teilen die einzelnen Sachen, die Sie zeigen wollen. Sonst ich zeige gerade immer noch den Querschnitt. Also ich habe jetzt noch, ich müsste erst noch den Plan suchen. Wenn wir das auf dem Lageplan nochmal angucken wollen, dann würde ich den nochmal raussuchen. Genau, also dass die Teilnehmer auch im Stream das dann auch sehen. Ja, das ist immer schwierig. Man hat, die direkte Kommunikation ist ja nicht möglich. Das ist im Gespräch besser möglich. Okay. Ich suche jetzt nochmal den Lageplan und zeigt den dann nochmal. Vielleicht können wir zwischendurch die nächste Frage. Genau, die machen wir noch gleich. Und ich würde die Teilung mal aufheben und dann würde ich dann nochmal den Lageplan teilen von der Moosstraße. Okay. So. Unser Problem ist nur, dass wir dann die Fragen nicht mehr sehen, solange. Jetzt. Jetzt, genau. Nächste Frage ist: Was passiert mit dem Gehsteig an der Memmelsdorfer Straße? An den Stichstraßen der Unterführung. Also haben wir ja schon gesehen, die Pläne. Also ich glaube, da müssen wir auch im Lageplan gucken, um das nochmal zu sehen, ja. Sonst reden wir uns hier in Wolf, ja. Jetzt zu der nächsten Frage gleich mit der Zollnerstraße. Also da fragt jemand, die Stadt hat sich für einen Zugang zu den Bahnsteigen von der Zollnerstraßenunterführung ausgesprochen und die Befürwortung in den aktuellen Plänen ist der aber nicht zu finden. Warum nicht? Das können wir nicht umsetzen, weil oben die Gleise zu eng liegen. Also wir brauchen die Sicherheitsräume an den Gleisen und wenn wir da noch einen Zubiegen dazwischen bauen, haben wir zu wenig Platz. Dann gleichzeitig dann auch unsere Mastgassen, also für die Oberleitung und die Bahnsteige liegen ja teilweise etwas weiter südlich, das heißt, wir hätten auch ähnliche Zubiegungen. Und die würden dann komplett durch unsere Oberleitungsmasse gehen. Das heißt, es ist nicht umsetzbar. Einfach. Ist nicht umsetzbar, kriegen wir nicht hin, weil wir können an der Stelle auch unser Leitungsfeld nicht aufweiten, weil dann würden wir praktisch in den Stadtraum reingehen müssen, um das tatsächlich umzusetzen. Und eine Frage zum Gleis zur Bamberger Melzerei in der Theresienstraße. Was ist das genau? Für was ist das gut? Ich bin nicht ganz sicher, ob wir das richtig verstehen. Herr Langweil, haben Sie da einen Lageplan dazu? Können Sie es mal kurz erläutern? Da haben wir jetzt ein kleines Abstellgleis. Wenn ich das richtig sehe, aber dann sollten wir vielleicht auch im Lageplan dann sehen, damit wir auch das richtige Gleis haben. Mal kurz.
Kamera anmachen und den Ladeplan entsprechend freigeben. Es handelt sich hier um den ehemaligen Gleisanschluss von der Bamberger Welt 2. Ich denke, der Plan müsste jetzt zu sehen sein. Und es ist so, dass dieser Gleisanschluss schon seit mehreren Jahren nicht mehr genutzt wird. Deswegen ist der Gleisanschluss auch gekündigt, wird in unserer Planung nicht mehr berücksichtigt. Und es ist auch so mit der Bamberger Melzerei abgestimmt. Ja, kurze Frage an die Regie. Also ich sehe jetzt den Plan nicht. Ist er wieder erkennbar? Ja, der Plan ist zu sehen. Okay, wunderbar. Okay. Das, damit wir auch sicherstellen können, dass die Teilnehmer im Stream das auch sehen können. So, dann eine Frage. Wir haben jetzt schon viel über diesen Gestaltungswettbewerb gesprochen in puncto Schallschutzwände. Wie schaut es mit Brücken aus? Die kann man ja unterschiedlich bauen. Es gibt die unterschiedlichsten Brücken. Gibt es da auch sowas wie einen Gestaltungswettbewerb? Für die Brücken selbst ist kein Gestaltungswettbewerb vorgesehen, aber für die Aufbaudinge haben die wollen wir gerne mit einbeziehen. Okay, die Brücken per se. Wie entscheidet man da, was man da baut? Oder welche das Brücken ist auch eine Frage der Anforderungen und der Spannweiten. Ja. Das, und natürlich auch der Bautechnologie. Weil wir haben da, also der Brückenbau in Bamberg ist relativ komplex, weil wir tatsächlich eben unter rollenden Rädern bauen müssen, zum einen, und unter wechselnden Gleislagen für die einzelnen Bauzustände. Das ist nicht ganz ohne. Und dann, wie gesagt, der Brückentyp wird dann entschieden, je nachdem, nach Spannweiten, nach sonstigen Anforderungen, danach wird dann festgelegt, wie gebaut wird. Mal was eigentlich ganz einfach klingt, aber dann für den Betroffenen oder die Betroffenen große Auswirkungen hat. Es geht um den Fahrradverkehr. Wenn man so Unterführungen hat mit ganz vielen Treppen und dergleichen mehr, wird es da Fahrradschienen geben, also dass man sein Fahrrad faktisch entlang der Treppe auf eine Schiene setzt und mit hoch und runter bringt, dann muss man es nämlich nicht tragen. Also nochmal, die ganze Unterführung können Sie auch mit dem Fahrrad fahren. Also keine Treppen und keine Stufen, können Sie mit fahren. Okay, also wo keine Treppen sind, brauchen wir keine Schienen, ist so logisch, wenn man durchfahren kann. Also das heißt, die ganzen Unterführungen, die geplant sind, alles ohne Treppen, alles befahrbar. Ja, wir haben die einzige Ausnahme, die wir haben. Zwei Ausnahmen haben wir. Die eine ist der Haltepunkt Bamberg Süd. Da haben wir eben gesehen, dass wir praktisch auf beiden Seiten Aufzüge haben. Ja. Und auch zum Bahnsteig hin. Und dann haben wir natürlich noch die Querung am Bahnhof von Bamberg selbst. Die ist auch ohne Brandmauer mit aufziehen. Da ist nochmal die Feuchheimer Straße, haben wir schon drüber gesprochen. Da gibt es Fahrradweg nur auf einer Seite. Das ist, weil die Breite nicht da ist. Ne? Das ist im Bestand so. Ja. Das ist so. Da gibt es auch Gespräche mit der Stadt. Die Stadt hat auch noch Überlegungen angestellt. Aber erstmal ist es im Bestand so. Und es hat auch zur Zeit der Planung keinen Plan gegeben. Okay. Das heißt, da könnte man nachbessern, wenn die Stadt jetzt sagt, hätten wir kann. Wir sind da im Gespräch und ich bin mir sicher, dass wir auch eine Lösung finden. Okay. Kann man in Bamberg Süd eventuell bei Sonderveranstaltungen, das ist ja die große Arena da in der Kante, auch mit dem Regionalexpress halten von der Bahnsteiglinie her? Schwierige Frage. Das ist nur ein Signal auf Rotstein, halt der Zug, ja. Das ist ja praktisch. Die Bahnsteighöhe passt, die Bahnsteiglänge könnte kritisch werden. Aber das ist jetzt aber eher eine Frage an die Nutzer, weil sie bauen ja erst einmal die Schiene, genau, wie es dann genutzt wird. Das ist die Frage des Betriebs. Also rein technisch wird es gehen, ja, sagen wir so. Rein technisch, aber wie gesagt, die Zuglänge ist begrenzt. Ja, okay. Die Barrierefreiheit bei S-Bahn halt mit Behindertenvertretern abgestimmt und schriftlich garantiert. Also, mal den ganzen Satz nochmal. Gibt es Absprachen beim S-Bahn halt mit Leuten? Es gibt ja auch viele Behinderte, die es nutzen wollen. Hat man sich da abgesprochen? Also war ja schon gesagt, es soll ja Aufzüge gebaut werden. Die sind ja in der Regel so, dass der Rollstuhl reinpasst. Also so, wir haben in der Regel, normalerweise machen wir diese Abstimmung, aber wir haben hier so gastfreie Situationen. Die Barrierefreiheit ist da. Und zwar mit standard zugelassenen Lösungen, da müssen wir nicht abwägen, sondern die Barrierefreiheit ist schlichtweg da. Die kommen ran, sie können den Aufzug nehmen, dann queren und wieder den Aufzug nehmen. Also jemand, der im Rollstuhl sitzt, wird diesen S-Bahn Halt Süd uneingeschränkt nutzen können, auf Deutsch. Also das ist ja wichtig, wo kommen wir da hin? Gut, auf der Nordseite natürlich nicht im Südzugang, von der Vorheimer Straße, da sind Treppen. Okay. Ich hätte dann jetzt nochmal den Plan von der Moosstraße, den Lageplan. Ah, den sollten wir mal nachschicken.
Würde ich mal einblenden. Sieht man den? Nein, also wir sehen ihn nicht. Und er steht? Okay. Er ist durchgeblendet, ja. Also ja, der Plan ist eingeblendet. Okay, sieht man. Also wie gesagt, die Mooresstraße ist relativ komplex dadurch, dass sich gleich auf der West- und auf der Ostseite dort Kreuzungsbereiche anschließen und die Absenkung der Straße eigentlich nur auf das Maß möglich ist, was wir jetzt hier in der Planung drin haben und dementsprechend ja einfach nicht tiefer abgesenkt werden kann, um eben nicht die ganzen angrenzenden Bereiche zu beeinflussen, die sich dann im Kreuzungsbereich jeweils östlich und westlich befinden. Nochmal zur Erklärung, im Chat gab es auch vorhin die Fragen, man kann die Pläne nicht lesen, wenn man kein Ingenieur oder Architekt wäre. Das ist sicherlich so. Es ist aber eben die Regel, dass das auf Plänen dargestellt wird. Und es sind ja auch Erläuterungen dazu im Erläuterungsbericht nachzulesen. Nur nochmal zum Verständnis, die gelben Linien und die gelben Schraffuren, die hier drauf sind, das ist der Bestand. Das ist alles das, was wegkommt, und das Rote ist das Neue. Um das besser verstehen zu können, ist das vielleicht nochmal hilfreich, das zu wissen. Besten Dank. Ich möchte auf einen wichtigen Punkt kommen, damit wir da wirklich drüber reden können. Bauarbeiten. Wir reden über 8 bis 10 Jahre, vielleicht sogar irgendwo in dem Range dazwischen, was sehr viel Belastungen bringen wird, wo man sehr viel Hirnschmalz gerade verwendet. Wie kann man das mit so wenig wie möglich Schmerzen so effizient wie möglich umsetzen? Also, dass wir vielleicht mal die Fragen zu den Bauarbeiten aufrufen. So, wird die Zollner Straßenunterführung zuerst gebaut werden, inklusive Bahnhofszugang und Bahnhofsumbau, und kann damit der ROB zeitnah gebaut werden? Auch eine Frage vom ADFC. Oder vielleicht nur grundsätzlich, wo wird denn angefangen zu bauen? Also ich hatte es ja eben gesagt, wir fangen mit der Abstellanlage an, mit den einzelnen Bauabschnitten. Dann der Südbereich wird der letzte sein. Die Zollnerstraße wird auch eine letzte Überführung sein, die wir bauen werden. Also es geht eigentlich von Nord nach Süd? Ja, das hängt eben mit dem Sperrkonzept zusammen. Ja. Wir haben hier einmal die Überlagerung der bahnbetrieblichen Anforderungen, also unter rollendem Rad, durchgängigen Zugverkehr und natürlich gleichzeitig das Sperr- und Umleitungskonzept für den Straßenverkehr und für die Straßen. Und das müssen wir voneinander bringen, und deshalb die Zollnerstraße liegt weit hinten. Jetzt haben wir die Frage, während dieser Bauphase, wenn man sagt, es kommt eins nach dem anderen, muss ja die Durchgängigkeit jedes Bauwerks gewährleistet sein. Klappt das? Ist das Nein, möglich überhaupt? Die Bauwerke sind halt auch gesperrt. Also das heißt, man muss von Straßensperrungen beispielsweise angehen, weil die Brücken weg sind, die teilweise aber auch relativ lang dauern können. Ja, das ist das Problem. Mich hatte eben den Begriff der Bärenbildung, ja. Wir haben einmal die Pfisterstraße, Kronacher Straße mit den Ersatzumfahrungen, aber wir haben auch so Bären wie die Münchner Straße, die Vorrangerstraße. Straße. Da ist immer eine von den beiden ist immer frei, sodass der Verkehr sich da auch entsprechend umlagern kann, und so zieht sich das mehr oder weniger um die gesamte Maßnahme. Und bei der Zollnerstraße ist halt so, die liegt halt ganz am Ende. Also nur, dass man es erklärt, man versucht immer, ein Projekt komplett abzuschließen, bevor man mit dem nächsten Mal. Das kann auch über Kreuz gehen. Das hängt immer danach von ab, wie wir gerade oben auch mit der Trassierung arbeiten, also mit den Gleisen. Das ist ein ziemlich komplexer Vorgang. Es kann sein, dass wir zum Beispiel bei der Münchner Straße, die wir so haben, Autoszustände haben werden. Das einen Teil bauen, dann fahren wir wieder, die haben wir Autos da durch. Wo haben wir die halbe Brücke neu und noch die alte Brücke? Und dann wird die wieder gesperrt und dann bauen wir die andere Hälfte. Das hängt eben tatsächlich auch mit der Gleislage oben zusammen. Okay, und man versucht natürlich so viel wie möglich an Einfallstraßen offen zu halten. Das ist immer das Anliegen. Jetzt eine nicht unwichtige Frage. Viele Menschen wohnen ja in der Nähe der Gleisanlagen und gerade nachts trägt Lärm sehr weit. Wird denn nachts und an den Wochenenden gearbeitet? Ausnahmefällen. Was heißt das, Ausnahmefälle? Ausnahmefälle können Betriebnahme sein, Verschwenkungen, wo wir praktisch bestimmte Fahrzustände herstellen müssen an einem Wochenende. Da kann das schon mal vorkommen, aber in der Regel bauen wir nur tagsüber.
Okay, also das heißt, wenn es gar nicht anders geht, wird es noch passieren, aber ja, darüber vorher informiert. Und ansonsten baut man in der normalen Arbeitszeit, ja, tagsüber, wenn es ja ist. Wir schlafen auch nachts. Frage ist, stimmt es, dass die Baumaßnahme 8 Jahre dauern soll? Wird rund um die Uhr gebaut, 24 Stunden, da haben wir jetzt gerade schon drüber geredet. Also die 8 Jahre sind realistisch, die 24 Stunden eher nicht. Ja. Wird der Fußgängerverkehr, der ÖPNV und der Radverkehr gleichwertig bei der Durchgängigkeit der Bauprojekte berücksichtigt? Ja. Kurze, lange Frage, kurze Antwort, ja. So, wie schaut es aus mit den LKWs bei der Zu- und Abfahrt? Wie sind da die Fahrtstrecken? Die sind ja, glaube ich, ausgecheckt, ja? Ja, das haben wir auch. Wir haben da besondere Situationen bei Durchfahrtshöhen. Das ist aber ein Problem, was wir jetzt im Bestand auch schon haben. Das wird, ist ja auch Gegenstand der Verlangen der Stadt, um die Durchfahrtshöhen zu verbessern. Das hat wirklich den Vorteil, wir haben also mit der Pfisterstraße, Kronacher Straße, Höhen, also begrenzungsfreie Zufahrten. Bei den anderen Unterführungen haben wir jetzt auch schon Höhenbegrenzungen. Kommt insofern dagegen, die Lkw-Fahrer wissen, wo sie ihr Dach verlieren. Da kommen die auch nicht hin. Das haben sie sich schon mal gewöhnt. Okay. Jetzt eine andere, eher praktische Frage. Ist ja logisch, wenn ich jetzt gerade Abraum habe oder Erdbewegungen machen muss. Werden Straßenhäuser durch die Baumaßnahmen verschmutzt oder beschädigt? Und werden die dann wieder instand gesetzt und wer stellt es fest, was der jetzige Zustand ist? Also Häuser werden nicht verschmutzt oder beschädigt. Es ist so, dass wir teilweise sehr nah am Bestand bauen müssen. Diese Gebäude, die werden erfasst von einem Gutachter und sagen, das könnte Gefahrenbereich sein. Da schicken wir eine Beweissicherung durch, bevor wir anfangen. Das Gebäude wird aufgenommen und während der Bauzeit kommt nochmal zwischendurch einer vorbei und guckt, ob noch alles steht und stabil ist. Und zum Schluss gibt es eine Schlussbegehung und dann wird festgestellt, ob Schäden eingetreten sind oder nicht. Und die werden dann auch entsprechend vergütet. Also da wird der Schadensersatz geleistet. Also das heißt, ich fasse mal zusammen, es wird jetzt oder Ist-Zustand schaut und dann schaut, ob sich negativ was verändert, ja, und dann aber eine Entschädigung oder, ja, was ansteht. Also das heißt, der Ist-Stand wird jetzt schon mal geklärt und festgehalten. Das ist nicht grundsätzlich für alle, sondern für Bereiche, die sich bereichern. Wie werden im Baubedarf die Bedarfe der Stadt hinsichtlich Stadt- und Verkehrsentwicklung berücksichtigt? Zum Beispiel der dringende Bedarf eines regionalen Omnibusbahnhofs. Das ist ja was, wo man im Dialog ist, und Omnibusbahnhof ist der Sache der Stadt. Wir sind da mit der Stadt im Gespräch und je nachdem, wenn die mit der Planung weiterkommen, dann werden die sicherlich auch wieder auf uns zukommen. Also was wir machen können, machen wir auch. Okay. Wird es dann jetzt ab sowas geben wie Spar- und Umleitungskonzept, wird es publik gemacht, erfahren das die Menschen rechtzeitig. Das wird, wenn wir damit durch sind, ja, wenn auch nochmal die restlichen Verlangen der Stadt abgearbeitet sind, dass wir dann eine sichere Planungsgrundlage haben, dann und die technische Abstimmung mit der Stadt ist gelaufen, dann bin ich mir sicher, dass die Stadt das auch veröffentlicht wird. Wir auch. Wir werden es tun. Das ist kein Geheimnis, ganz im Gegenteil. Je früher die Leute es wissen, was passiert, umso besser können sie es auch einstellen. Es wird trotzdem so sein, wenn der Verkehr an einer Nacht umgestellt wird, am nächsten Morgen. Der erste halbe Tag ist immer ein Chaos, das ist meine Erfahrung, aber dann geht es mit schneller. Gut, aber Frage, werden jetzt Pausen noch Züge fahren? Ich kann es direkt beantworten, ja. Also es wird unter Rollen im Rad, wie man sagt, gebaut, weil sonst würde nämlich der gesamte Zugverkehr zwischen München und Berlin 8 Jahre zum Erliegen kommen. Ist eher nicht so wahrscheinlich, dass man das kann. Da könnte man schneller bauen. Könnte man schneller bauen, das stimmt, ja. Dann fragt jemand, was sind denn diese Rottenwagenanlagen, über die wir vorhin gesprochen haben? Ja, die Rottenwagenanlagen sind im Prinzip die Tifone und so weiter, was man so hört. Das ist der ganze Krach oder die Warnanlagen für die Bauarbeiter. Und da gibt es also halbautomatische oder automatische Anlagen. Früher gab es immer die Kollegen mit den Tifonen, die da gestanden haben und geblasen haben, wenn es zukommt. Heute gibt es da automatisierte Anlagen. Das ist nichts anderes, als dass die Arbeiter im Bestand oder die im Gefahrenbereich sind, durch akustische oder optische Signale gewarnt werden. Okay, damit niemand vom Zug überrollt wird, auf gut Deutsch, damit niemand zu Schaden kommt mit Leib und Leben. Leider immer doch nochmal passiert. So, jetzt eine Frage, was bedeutet der Bahnausbau für die Pendler in Bamberg? Ich glaube, da kann man sagen, vorher und hinterher, ne? Hinterher ist gut. Auch während der Bauzeit. Sie können pendeln die ganze Zeit. Auch auf der Schiene. Auch auf der Schiene. Also das funktioniert. Wird auch leiser Oberbau verbaut, zum Beispiel leise Weichen? Also da gibt es ja auch Möglichkeiten. Also wir haben das besonders überwacht in Gleisenteilreichen. Das ist eben der besondere Schliff oben auf dem Gleis.
Das kommt zur Ausführung. Bei den Weichenbereichen können, dafür ist es nicht geeignet. Okay. Also jetzt haben wir so einzelne Fragen zu einzelnen Wegen und so. Also beispielsweise im Distelweg sind Baustellenwege als öffentliche Straßen benannt. Dies ist nicht korrekt. Die Straßen dort gehören teilweise den Anwohnern privat. Das haben wir auch gesehen. Da werden wir auch Rückschlüsse drauf nehmen. Okay. Also hat man gesehen, ist an und für sich schon in Arbeit. Dann in der Kapellenstraße gibt es Garagenausfahrt, also das sind so Sachen, die man individuell lösen sollte, denke ich. Ich will aber trotzdem noch eins dazu sagen. Ja. Auch private Straßen können durch das Vorhaben in Anspruch genommen werden, wenn es der Bedarf erfordert. Das ist der Sinn der Planfeststellung. Ja. Das ist genau, dass wir, wie wir Teile von Grundstücken benötigen und kaufen. Und kann es auch sein, dass wir auch private Straßen zurückgreifen müssen. Aber da in dem Bereich, das haben wir auch schon gesehen, und das werden wir auch anders minimieren. Okay, da fragt jemand im Zuge der Baumaßnahmen, glaube ich, haben wir zum Beispiel schon Lärmschutzwände gesagt, da müssen Pfosten, Paneelen in den Boden, wie kommen die rein, wie tief geht es nach unten und fragt, ob er dann vorübergehend ausziehen muss. Nein, sie müssen nicht ausziehen und die Tiefe der Bohrfelder hängt vom Untergrund ab, das geht zwischen 3 und 8 Metern, möchte ich mal sagen, je nachdem. Frage ist auch, wenn man jetzt baut, dergleichen mehr, können die Leute ihre Garagen dann weiter nutzen, wenn es jetzt plötzlich Baustellenzufahrt gibt? In der Regel ist das so. Also Grundstücke bleiben immer zugänglich und das gilt auch für die Garagen. Ich habe das nicht im Kopf, dass wir irgendwo tatsächlich Garagenanlagen oder so vom Netzabstand abbinden. Also man versucht es auf alle Fälle zu vermeiden, wo immer es geht. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ob das jetzt 100% immer funktionieren wird, aber man wird es versuchen. So, wir kommen zum nächsten Thema. Das ist das Planänderungsverfahren. So, also zum Ablauf, wir haben ja da verschiedene Folien schon gezeigt. Gibt es einen Vordruck für die Einwände oder so eine Art Formschrift? Nein. Sie können schreiben, oben anfangen und aufhören. Freier Text. Und schicken an die Regierung von Oberfranken? An die Regierung von Oberfranken. Also die, das ja auch entscheidet, ne, die Bahn. Dann, wenn man als Anlieger einen Einwand vorbringen will, bedarf es natürlich der Schriftform. Reicht ein Brief oder gibt es hier Vorgaben? Das ist also nochmal dieselbe Frage. Also reicht einfach, ein Brief? Wir nehmen auch ich habe auch handschriftliche Einwände schon gesehen. Genau. Also muss ich mal tippen, wenn man nicht mag. Ja. Das Verfahren läuft ja seit den 90er Jahren. Jetzt soll mit Gewalt unter Corona-Bedingungen ein derartiges Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Sorry, das kann nach 30 Jahren auch nach Corona. Jo, da reißt der Text jetzt ab. Also mit Corona hat es, das kann ich glaube ich schon so sagen, das Verfahren wird seit Anfang der 90er Jahren geplant. Und ob es Corona gibt oder nicht gibt, das war eigentlich für sich der Ablauf, der jetzt so geplant wird, da hat jetzt nichts damit zu tun. Wir haben nicht auf Corona gewartet. Naja, niemand hat es, glaube ich, ja. Okay, letzte Frage ist noch, die Planfeststellungsverfahren aus den Jahren 96 und 98, seien die gescheitert? Das hat, glaube ich, andere Gründe. Sie sind nicht gescheitert, sie sind, soll ich sagen, nicht weiter verfolgt worden. Wir haben gerade am Anfang haben wir gesehen, die große Diskussion, die wir hatten hier über den Variantenentscheid, das ist halt in Bamberg sehr intensiv diskutiert worden. Und von daher sind die auch, die Verfahren sind dann nicht unterschwellig da. Ich hatte ja anfänglich auch ausgeführt, Einwendungen, die damals gemacht worden sind, haben halt auch ihre Gültigkeit, wenn der Planungsgegenstand noch zutrifft. Also das sind sozusagen Schläfer, die aber mitwirken. Also die sind jetzt auch die ganzen Einwendungen, das sollte man nochmal erklären, die damals gemacht worden sind, die sind nach wie vor gültig. Die sind auch gültig. Also es ist jetzt nicht so, dass die Leute, die damals schon Einwendungen gemacht haben, jetzt nochmal genau dasselbe machen müssen. Also aber das dritte Mal im Endeffekt, das wird also mit eingearbeitet. Ist aber, wie gesagt, Sache der Regierung von Oberfranken und dann vom Eisenbahnbundesamt, um das dann zu beschließen. Ja, wir haben auch Glück drauf. Weil ja. Wir sehen ja auch die Einwendungen, da beschäftigen wir uns schon mit. Und wir gucken auch quer. So, wir kommen zum Thema Sonstiges, Historisches und Grunderwerb und dergleichen mehr. Was wird aus den Garagen in der Nürnberger Straße? 160, da bin ich auf Anhieb überfragt. Ja, es ist eher eine Spertelfrage. Nee, warte mal, ich könnte da nochmal einen Plan einblenden und da können wir das kurz zeigen, wenn das von Interesse ist. Also geht um die Nürnberger Straße 160, also Garagenanlage nehme ich an.
das Griffbereit haben. Nürnberger Straße 160, das müsste hier in diesem Bereich sein. Und wie vorhin schon erwähnt, sind ja die gelben Linien und Schraffuren der Bestand, also das, was heute da ist und was dann auch abgebrochen wird. Also alles, was gelb ist, kommt weg. Und wenn es sich um diese Garagen hier handeln sollte, die sich in diesem Bereich hier befinden, dann kommen da, wie man sieht, die beiden östlichen Gleise drauf, die Neubaugleise. Also wo jetzt Garagen sind, sind dann die Gleise auf gut Deutsch. Ja. Heißt, wird dann faktisch der Grund, Garagen werden abgekauft und die Anwohner entschädigt, das ist dann der Werdegang. Es wird dann ein Gutachter kommen, der wird das begutachten, da wird dann Wertermittlung gemacht und dann wird es entsprechend entschädigt. Okay, jetzt fragt jemand, wie kann man denn diese Ansprüche geltend machen für Entschädigungen und wie schnell wird es dann reguliert? Also kriegt wenn man sein Geld erst nach 10 Jahren, wenn die Baumaßnahme fertig ist, oder geht es schneller? Das geht schneller. Sobald wir den Beschluss haben, wahrscheinlich schon vorher. Wir haben jetzt auch schon also Anlieger angeschrieben, die etwas umfänglicher betroffen sind, ja. Damit wir dann nicht praktisch heute die Polter mit dem Bagger im Rücken bei den vor der Tür stehen. Und die haben wir jetzt schon angeschrieben. Wir haben ja auch ein paar große Eingriffe, zum Beispiel diese Boschhalle, die abgebrochen wird. Mit denen sind wir auch schon im Gespräch. Dann haben wir bei den Brennstoffhandel, wo wir eingreifen. Das ist auch, also mit denen, diese umfänglicher Betroffenen, führen wir jetzt schon Gespräche. Gerade jetzt auch noch die Anlieger bei der Nürnberger Straße angeschrieben, dort greifen wir auch ein bisschen stärker ein. Da gehen wir direkt auf zu. Das machen wir, wenn wir vielleicht mal einen übersehen haben. Ich habe es gerade die Frage nicht mehr sehen, da mit dem Gartenhaus falsch eingezeichnet. Da würde ich wirklich darum bitten, machen Sie einen Einwand. Das gucken wir uns an und das werden wir mal korrigieren. Aber dann ist es wirklich sicher, bevor wir jetzt hier im Plan mündlich uns da machen Sie einen Einwand, da die Flurnummern sind bezeichnet, die Vorgänge, da ist eine Nummer dran. Schicken Sie uns das und sagen, das ist nicht zutreffend. Wenn Sie eine Gelegenheit haben, schicken Sie vielleicht noch ein Foto dazu, aber ansonsten werden wir das unmittelbar regeln oder wir kommen auf Sie zu, um das aufzuklären. Ja, und nochmal, ich habe es dann so anfangs anderen schon erwähnt, weil wir es zeitmäßig gar nicht schaffen, weil sonst werden wir die ganze Nacht diskutieren, alle Fragen jetzt mündlich zu beantworten. Aber binnen einer Woche werden alle Fragen, die Sie uns jetzt gestellt haben, die im Chat sind, schriftlich beantwortet. Da wird jetzt auch nochmal nachgeguckt, ist es tatsächlich so, ist da was falsch eingezeichnet worden oder dergleichen mehr. Und Sie werden diese Antworten alle finden auf der Internetseite und können sie jeder dann nachlesen. Wir versuchen jetzt halt nur mal so das Wichtigste bis 22 Uhr abzuarbeiten. So, die nächste Frage ist, wird mein Grundstück nach der Baumaßnahme wieder genauso hergerichtet, wie es vorher war? Also das ist wahrscheinlich die Frage von jemandem, dessen Grundstück für den Bau selber, wo die Baumaschinen sind, dergleichen mehr genutzt wird und danach erhält er es zurück. Das ist die erste Regel. Und er möchte es natürlich gerne wieder so zurückhaben, wie es vorher war. Das wird auch so sein, das ist die erste Regel. Das ist der Grundsatz, so starten wir. Es sei denn, er möchte was anderes, was in dem Rahmen möglich ist. Aber die erste Regel ist, der ursprüngliche Zustand wird wiederhergestellt. Genau. Und wenn jemand ein Wunschkonzert hat, kann man auch mal drüber reden. Wenn wir das darstellen können, wenn da keine zusätzlichen Aufwendungen und so weiter verbunden sind, ist natürlich klar, wenn wir natürlich ein Grundstück in Anspruch nehmen und wir müssen auch den Grundstück baufällen, den können wir nicht wiederherstellen, der wird entschädigt. Okay. Also entweder Herstellung und wo es nicht möglich ist, entsprechend monetäre Ausgleich. Bekommen Pächter eines Kleingartens, welche während der Bauphase als Bauplatz genutzt wird, am Ende der Bauzeit, also im Endeffekt im Kleingarten, ihr Pachtrecht auch wieder? Also jetzt sind wir im Pächterbereich. Das ist sicherlich etwas, was müssen wir mit dem Verpächter regeln. Ja. Also da halten wir uns in der Regel raus. Ja. Weil der Ansprechpartner für die Bahn jetzt der Eigentümer ist. Ja. Wenn der Pächter, also haben wir teilweise auch in der gleichen Landwirtschaft, wenn der Pächter dort Ertrag verliert, dann hat er auch einen Schädlingsanspruch. Ja? Der wird dann mit der Pacht ausgerechnet, gibt es einen Verteilungsschlüssel oder Abrechnungsschlüssel. Aber in das Pachtgeschäft selbst müssen wir nicht rein. Nächste Frage ist die Entschädigung für vorübergehende Inanspruchnahme für die BE-Flächen, wie wird die bemisst? Und wenn der Eigentümer da quasi enteignet über Jahre hinweg, weil die Baumaßnahme ja 8 Jahre dauert, aber an einem Stück 8 Jahre wohl kaum, oder?
Das kann passieren in Ausnahmefällen, ja, aber das wird entschädigt. Da kommt der Gutachter ermittelt den Schaden oder den Entschädigungswert und der wird noch bezahlt. Okay. Wir kommen mal zum nächsten. Es werden teilweise bewohnte, vermietete Gebäude überplant. Werden diese abgebrochen und wie haben die Bewohner darauf reagiert? Also haben wir tatsächlich die Fälle, wo man sagt, okay, hier werden ganze Blöcke abgerissen. Also Blöcke reißen wir nicht ab, aber wir haben einzelne Gebäude, die wir abreißen. Wir sind dann mit Plänen, wir haben die Farbe Gelb eben gehört, ja. Gelb markiert, da reißen wir ab, das wird entschädigt. Wir haben schon darüber gesprochen, ob es einen groben Zeitplan hinsichtlich Grunderwerbs und in einzelnen Streckenabschnitten gibt und vielleicht kann man wo nachlesen, wann man da so ungefähr damit rechnen kann, dass die Bahn auf einen zukommt. Also beim Thema Grunderwerb werden wir, sobald der Beschluss da ist, also innerhalb eines Jahres werden wir uns melden, in vielen Bereichen vielleicht sogar vorher. Also man versucht Sachen, wo man schon ganz klar weiß, die werden wir machen müssen, egal wie es ausgeht. Da laufen die Gespräche jetzt schon und spätestens, wenn das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen ist, versucht man das zuallererst zu klären. Und wenn jemand andere Planungen hat und den Grunderwerbsvorgang vielleicht jetzt schon abwickeln möchte, dann gerne auf uns zukommen, da sind wir flexibel. Es gibt ja Menschen, die sagen, Geld ist relativ, da habe ich eh schon genug, Grund ist nicht vermehrbar. Gibt es Ausgleichsflächen, dass man sagt, okay, ich muss jetzt so und so viele Quadratmeter hergeben, kriege ich jetzt irgendwo anders dafür dieselbe Quadratmeterzahl, ist da was vorgesehen in der Richtung? Nein, kein Austausch. Also Money or nothing. Money or nothing. Money or nothing. Okay. Wir kommen zur Historie, die nächste Fragenkatalog. Wie kann es überhaupt sein, eine Maßnahme in der Weltkulturerbestadt Bamberg durchzuführen? Ja. Gute Frage. Wir haben den Bundesverkehrswegeplan, der den Ausbau vorsieht. Straßen. Und insbesondere im Bereich Bamberg. Wir haben es, glaube ich, eben ganz deutlich gesehen auf den Unterlagen, arbeiten im Bestand. Ja. Im Stadtbereich selbst nehmen wir keine zusätzlichen Flächen in Anspruch. Im Gegenteil, wir legen welche frei. Wie konnte man das damals tun? Ja, genau. Also nochmal erklärt, also es werden zwei zusätzliche Gleise entlang der zwei bestehenden neu gebaut, auf denen man Güter bzw. Schnellfahrverkehr dann abwickelt, bis die ganze Strecke ist. Das ist die Trasse, die es schon, ja, seit es die Bahn gibt, gibt. Also das im Bahnhofsbereich selbst organisieren wir nur die Gleise neu. Da dehnen wir uns ja nicht aus. Ja, also, im Gegenteil. Ja, man versucht ja auch schon, um Geld zu sparen, muss man ja ganz klar sagen, auch den Flächenverbrauch so gering wie möglich zu halten. Flächenverbrauch bedeutet Betroffenheiten und das ist etwas, was wir grundsätzlich so weit wie möglich vermeiden wollen. Also man versucht schon in der Planung, das so zu minimieren, wie es irgend geht. So, warum hat man die Güterzugstrasse nicht auf der Ortsumfahrung entlang gelegt und nur den Personenverkehr auf dem Bestandsgleis? Das ist natürlich jetzt eine Frage, die haben wir schon vor Jahren erörtert und die Stadt Bamberg hat es auch beschieden, wie sie es am liebsten hätte. Und das ist jetzt der Ist-Zustand. Auch es gab noch eine Variante Untertunnelung, Teilunter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 un
In der Anlage 12.5.10 ist auf dem Weiermann-Parkplatz, das ist also Melzerei, ein Biotopschutzzaun für einen Baum eingezeichnet, der in der Zwischenzeit gefällt wurde. Gut, das macht es natürlich sinnfrei. Dann werden wir den Zaun nicht aufstellen. Ja. Warum zerstört man die guten Trinkwasserbrunnen im Stadtwald und weicht auf schlechtes Areal für Brunnen aus? Also wenn man dann trocken Stadtwald, Brunnen, die ganze Geschichte, die Wasserversorgung, müssen wir unser Wasser dann zukünftig abkochen? Ja, unwahrscheinlich. Die Brunnenanlage im Stadtwald ist, glaube ich, eine überholte und überalterte Anlage. Also mit der neuen Anlage sozusagen ist über die Wasserqualität verbessern. Auch haben wir da gar keinen Einfluss drauf, sondern das werden die Stadtwerke selber machen, das machen die machen einen Auftrag. Also da mischen wir uns auch nicht ein und wir mischen auch nichts bei, sondern das Grundwasser wird tatsächlich von den Stadtwerken gehoben und die bauen auch die neuen Brunnenanlagen außerhalb des Verfahrens. Damit haben wir nichts zu tun. Wir kommen erst dann, wenn wir fertig sind. Und sichergestellt ist, dass das Wasser da ist und auch in entsprechender Qualität da ist, ohne es abzukochen. Es wurde bislang bei allen Unterführungen nicht auf die Senkung der Grundwasserspiegel eingegangen. Ich glaube, das ist untersucht, oder? Ja. Es gibt teilweise Absenkungen. In der Regel machen wir Wannen mit Unterwasserbeton, um den Eingriff zu vermindern. Aber natürlich haben wir auch teilweise Absenkungen. Okay. So, jetzt sind wir schon beim Thema, Sie machen richtig aktiv mit beim Thema Sonstiges. So, bleibt Bamberg als ICE halt bestehen? Wie viele ICEs am Tag halten am Bahnhof Bamberg in Zukunft? Das ist natürlich jetzt eine Frage der Nutzer. Aktuell ist Bamberg ICE halt, relativ häufig sogar. Aber wieder die Planung, ist es Zukunft, weiß man da was? Auf die Frequenz kann ich jetzt keine Auskunft machen, weil ich den Fahrplan nicht mache. Auf jeden Fall werden wir die Bahnsteige dafür vorsehen, dass er halten kann und ich glaube auch mithalten. Ja, also ist natürlich eine Frage der Nutzung des Ganzen, aber da man diesen Knoten Bamberg für Kostenschätzung, Milliardenbereich, eine Milliarde ungefähr. Ja. Ja. Also das sind schmeidig 1000 Millionen. Ausbaut, macht es nicht wirklich viel Sinn, dann durchzufahren. Und jetzt halt. Wir fahren ja auch durch. Ja, auch mit den Güterzonen. Wir haben beide Optionen mit den ICEs. Wir fahren durch und wir halten. Und bei den Güterzügen ist es ähnlich. Und dann wir haben natürlich jetzt hier auch die Einbindung des Schweinfurter Gleises. Hier werden Güter rangiert. Wir haben den Hafen, der Quelle von Gütern ist. Gerade hier im Bereich des Regnitztales, da braucht man ja die A73 lang zu gehen, ja, wie viele Güter da hin und her geschlagen werden. Ja. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Das ist ja gerade Infrastruktur für die Stadt. Also der Hafen auch. Also ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass man es dann nicht nutzt, sondern dass man so alles mit wenig Sinn macht. Spezielle Frage: Wird die Holzverladung in der Schwarzenbergstraße aufgelöst? Also nicht aufgelöst, sondern verlagert. Okay, wo wächst die hin dann? Die kommt in den Bereich der Abstellanlage, das wo heute die Lokschuppen stehen. Da kommt die Holzverladung hin. Und die wird dann praktisch auch von Osten aus erschlossen. Das heißt, also, wir werden auch keine Auflieger mehr sehen mit Baumstämmen in der Stadt. Wir sind im Süden. Grüß Gott, ist es möglich, durch die Bahn den Spielplatz in der Gereuth neu zu gestalten oder komplett neu zu bauen? Also wir haben hier unseren Schwerpunkt im Eisenbahnbau, aber die Stadt Bamberg wird, wenn hier entsprechend angesprochen wird, sicherlich darum kümmern. Okay, dann machen wir noch zwei hier und gehen dann nochmal zurück. Es sind also neue Fragen dann zum Lärmschutz da. An wen wende ich mich bei einem Schaden, der während der Baumaßnahme entstanden ist? Also, wenn jetzt was Unvorhergesehenes passiert, wen spreche ich an? Wir werden da, wenn es losgeht, im Bauen entsprechende Ansprechpartner benennen. Okay, also wird man auf der Internetseite finden, wenn jetzt irgendwo was ist, wen rufe ich an? Ja, das wird bekannt gegeben. Und es ist ja auch ein Büro da, also wo man haptisch hingehen kann, weil irgendwann wird auch Corona vorbei sein. Das heißt, man kann auch einfach persönlich vorbeikommen. Genau, wir werden, wie gesagt, das Infozentrum wird besetzt sein, da werden wir sicherlich noch was annehmen. Wir werden auch Adressen bekannt geben und so weiter. Und wenn keiner von denen mit Ihnen reden will, dann könnte man nochmal mit vorbeikommen. Okay, dann fragt er im Nachgang dieses Chats, das wir hier haben und dieses Streaming, wird veröffentlicht, wie viele Personen heute dabei waren. Frage an die Regie, was machen wir doch, oder? Ja. Was machen wir? Machen wir. Jetzt würde ich sagen, Brunnenanlage haben wir schon gehabt. Neuordnung der Fahrradstellplätze im Zuge der Umbau des Bahnhofs Bamberg. Richtige Unterstellplätze wie heute neben der Bundespolizei. Ist da was geplant?
Das eine wie unser Geschäftsfahrt, Abstellplätze ist auch meistens in der Stadt. Okay, also ist die Königader Stadt, also unter anderem die Sankt. Ich würde gerne zum Thema Lärmschutz nochmal zurückgehen. Da sind also neue Fragen reinkommen, dass wir die beantworten können. Und die haben wir alle. Ich glaube, 36 von 40 müssen wir da noch gucken. Gut, da sind wir. Zahlt der Bund auch Regressansprüche wegen Mietminderung aufgrund des Lärms? Wenn er nachgewiesen wird. Also das sind Ausnahmen. Also das heißt, wenn es wirklich krass ist, dann gibt es da Möglichkeiten. Wenn die Lärmschutzwände kommen, kann man dann wenigstens einen Künstler beauftragen, das dahinterliegende Gebiet abzubilden. Es kommt auf das Ergebnis des Gestaltungswettbewerbs an. Vielleicht hat da jemand die Idee, das zu machen oder das zu machen. Okay, bitte auf die Frage eingehen, warum neben Wohngebäuden keine transparenten Wände verbaut werden, wenn es doch nach entsprechender Aussage gute gibt, die auch nicht milchig werden. Also entsprechend meine ich natürlich welche, die möglichst hochwertig sind. Transparente Lärmschutzwände haben einfach nicht den Dämpfungswert wie die Paneele. Okay. Das heißt also, transparente Lärmschutzwände sind in Bezug auf den Effekt minderwertig gegenüber anderen Wänden. Von daher wird es immer vermindert. Wir haben diese Diskussion auch an anderer Stelle schon gehabt. In Bochheim haben wir uns umfangreiche Abstimmungen zu den Lärmschutzwänden gemacht und da haben wir eigentlich nur die Bank das Anliegen der Anwohner gehabt, sie wollen kein Gas haben. Sie wollen keine transparenten Wände haben, weil sie zu viel verwaltet wollen. Und das ist aussehen, aber in der Regel, grundsätzlich ist der Ansatz, eben gerade wo Wohnhäuser sind, wollen wir maximal einen Dämpfungswert haben und dann sind einfach die Paneele das Günstigste oder das Entscheidende. Das ist eigentlich ja die Antwort auf die Frage, die jetzt die Nummer 41 ist. Sorry, wenn ich nochmal nerve, aber kann die Frage beantwortet werden, warum an Wohngebäuden keine transparenten Wände, dafür aber an Kreuzungen vorgesehen sind. Also haben wir jetzt gerade. Und jetzt noch eine Frage, bis zu welcher Höhe wirkt der Lärmschutz? Das ist wahrscheinlich die Frage, wenn man jetzt eine Dachgeschosswohnung beispielsweise hat, wo das Haus wesentlich höher ist als die Lärmschutzwand, fragt der Betroffene, nützt mir das dann was, wenn ich die Dachgeschosswohnung habe, oder war das just for fun? Das gibt natürlich einen Unterschied. Je höher, wenn Sie weiter über die Lärmschutzwand hinausgehen, dann ist natürlich nicht mehr im Schatten der Lärmschutzwand, dann wiegt die Lärmschutzwand noch mehr viel. Das wird aber gerade bei den Ansprüchen auf Passungsschaltung auch ermittelt. Gebäudehöhe ist Bestandteil der Berechnung. Also anders ausgedrückt, wenn der aktive Schallschutz durch die Lärmschutzwand mir nicht mehr viel hilft, weil ich die Dachgeschosswohnung habe und ich dann trotzdem relativ viel Lärm ankriege, das heißt, dann habe ich den Anspruch auf größere Maßnahmen bei der passiven und bei passiven Lärmschutz. Das heißt, dann kriege ich vielleicht neben dem Lärmschutzfenster auch nochmal spezielle Verdämmung für mein Dach, was das nochmal runtermindert. Also dieses Beispiel kann sein, wird natürlich nicht in jedem Fall so sein, hängt dann auch mit den erzielten Werten an. Aber kann auch sein, dass Sie bei Schaltschutz bei Passivmaßnahmen, zum Beispiel auf der Bahn zugewandten Seite, passiv, also neue Fenster bekommen, Anspruch haben und auf der Hochseite nicht. Genau. Also auf die Seite nicht. Also wird im Einzelfall gecheckt. Im Einzelfall ermittelt. Aber ist tatsächlich so, je höher ich bin über diesen Lärmschutzwänden, desto stärker habe ich mit der Lärmeinwirkung und brauche dann natürlich mehr passiven Lärmschutz. Alternative wäre, dann müssten die Lärmschutzwände wieder deutlich höher sein, was wieder an und für sich vom Stadtbild her nicht so wünschenswert ist. Wir kommen nochmal zu den Bauwerken. Da haben wir noch Fragen von 17 bis 28 zu klären. Wir scrollen gerade runter. So, 18. Kann man die Radwege über den EU auch durch Geländer vom Straßenverkehr abschirmen und schützen? Und letztlich kann man? Kann man, ist auch teilweise so, die Münsterer Straße zum Beispiel, was ist da? Ja. Das hängt von den jeweiligen Situationen ab, wie viel Platz wir haben. Wir haben das Thema Moosstraße mal besprochen. Da haben wir sehr beengte Verhältnisse, da geht es nicht. Aber Münsterer Straße ist ein Beispiel dafür, da haben wir die Grenze. Nächste Frage, wird das Verlangen der Stadt mit den zwei Kreisverkehren bei der Unterführung Nürnberger Geisfelder berücksichtigt werden? Straßenplanung ist nicht Gegenstand des Eisenbahnverfahrens.
Frage zur Hochstraße. Sind dort wirklich 8% Gefälle geplant? Eine rollstuhlgerechte Rampe dürfte maximal 6% haben, nennt sich Schweizer Rampe. Martin, hast du das mal griffbereit? Ja, das ist so. Das ist auch im Verlangen der Stadt so sanktioniert. Also bitte nochmal näher erklären. Also die 8% Gefälle sind geplant? Die 8% Gefälle sind geplant für die Straße, ja. Und der Fußweg läuft ja parallel zur Straße. Und kam auf Wunsch der Stadt, oder? Er hängt mit dem Verlangen der Stadt zusammen für diese Straßenkreuzung. Okay, macht man nicht, weil bei 6% müsste die Rampe natürlich deutlich länger werden, oder? Bei 6% würde die Rampe natürlich länger werden und es würde dort, das hatten wir vorhin ja auch auf dem Lageplan nochmal gezeigt, komplett in die Kreuzungsbereiche eingreifen. Okay. Das hängt jetzt mit der lichten Höhe zusammen, die die Stadt dort neu für die Durchfahrtshöhe des Straßenverkehrs verlangt. Dankeschön. Die nächste Frage. Das ist dann an der Stelle eben die Einschränkung. Ist so. Okay. Nächste Frage, wie steht die Bahn zum Verlangen der Stadt Bamberg bei der Gundelsheimer Straße, eine Brücke für den Rad- und Fußverkehr zu schaffen? So, wir haben keine konkreten Planungen der Stadt. Wir werden uns auch nicht querlegen, sondern die eisenbahntechnischen Belange unter der Brücke berücksichtigt werden. Also wenn die Anfrage da ist, ist alles machbar. Noch die Standpunkte sind bekannt. Ja. Gut. Wir kommen nochmal zu den Bauarbeiten. Da haben wir noch Fragen 42 bis 48. So, wann ist der Beginn in Gleisdreieck geplant? 2024. Das wie aus der Pistole. wer ist der Kostenträger der Straßenbauarbeiten? Also wer zahlt ihn? Das kommt drauf an. In der Regel gibt es eine Kostenteilung, also da, wo es Verlangen gibt des Straßenbauträgers. Also wir haben es ja gesehen bei den Unterführungen. Da möchten die gerne, dass die Straße ein bisschen breiter wird oder ein bisschen schmaler oder höher oder anders ausgeführt. Da wird ein Kostenteiler ermittelt nach dem Käuferrecht und dann kann es zu einer höchsten Finanzierung kommen, wenn die Vorhabenträger 100%ige Verursacher sind und keine Verlangen berücksichtigt werden, dann ist es zulasten des Vorhabenträgers. Wer haftet, wenn die Bauzeit länger dauert? Wer haftet, wenn die, ja, das kommt drauf an. Wer ist verschuldet? Wer es verschuldet hat, ja. Und wer auch einen Entschädigungsanspruch hat, ja. Ja. Also wenn tatsächlich, also Problem ist immer, man muss dann auch tatsächlich einen Schaden haben, ja, dass man entschädigt werden kann. Wenn man keinen Schaden hat, wird man dann entschädigt. Also das ist was so eine Grundvoraussetzung. Und dann ist es natürlich, wer ist dann schuld, damit dieser Schaden entsteht? Also in der Regel machen wir uns nichts vor, landet es, wenn man sich nicht verständigen kann, oft auch bei Anwälten und wird länger diskutiert. Nein, wir haben ja die bauteiligen Anspruchnahmen von Flächen. Ja. Das sind drin. Wir kommen, brauchen die Fläche von 2024 bis 2030 und es stellt sich raus, wir brauchen sie 2031. Dann wird natürlich auch das zusätzliche Jahr entschädigt. Klar. Also, auch noch mal geklärt. Also, es ist nicht so, dass man sagt, es wird 10 Jahre benötigt und dann sind es 11. Also wird auch das 11. Jahr dann bezahlt, aber wenn man vorher sagt, man braucht es nur 10 Jahre, also ist klar, wenn man es dann länger benötigt und es entsteht halt länger, dass man es nicht nutzen kann, sein Grund, dann hat man natürlich halt länger Recht auf eine Entschädigung, das ist aber geltendes Recht. Die Baufahrzeuge stehen doch schon in Breitenküßbach, da ist eine ganze Containerstadt gebaut worden. Da wandert dann wohl alles auf das Gelände von Blumen Lamprecht. Jetzt wird es ganz speziell. Das glaube ich nicht. Glaube ich jetzt alle. Das wird neu ausgeschrieben und dann die BE-Flächen kennen wir ja, da wo Containerflächen aufstehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie von Breitengüßbach nach Bamberg wandern. Jetzt haben wir, glaube ich, eine Frage für unseren Lärm- und Erschütterungsexperten. Wie ist der Erschütterungseintrag für angrenzende Häuser beim Bau?
Also wir haben Erschütterungen mit der Bauzeit, die können noch teilweise etwas höher sein, wenn wir zum Beispiel Großbaufehler einbringen oder Stromwenderammen, also für den Verbaurahmen. Das ist unterschiedlich, hängt von der Bauweise ab, hängt vom Untergrund ab. Das ist tatsächlich von Fall zu Fall zu sehen. Und wie gesagt, kommt es tatsächlich zu Erschütterungseintragungen, die Schäden beim Bauwerk verursachen könnten. Werden vorher diese Bauwerke, die werden praktisch aussortiert und da wird dann eine Beweissicherung durchgeführt, um sicherzustellen, dass wenn ein Schaden eintritt, dass der dann auch praktisch entschädigt wird. Also haben wir schon vorher darüber geredet, also wird vorher erst einmal gecheckt, wie ist der Ist-Zustand, ja, und sieht dann, Mensch, passiert da was, tatsächlich entsteht ein Schaden und dann wird entsprechend entschädigt. Eine Frage von Greenpeace Bamberg. Liebe Bahn, wir kämpfen ja im Prinzip für dieselbe Sache, für eine Verkehrswende in Bamberg. Muss die Zollnerstraße zuerst umgesetzt werden? Also da geht es jetzt, was ist zuerst dran im Bauverlauf? Haben wir gesagt, die Zollnerstraße haben wir gesehen, die liegt weit hinten. Das ergibt sich eben aus den Zwängen, ja, des Betriebes oder des Bauens und der Rollenreihe dann eben für beide Verkehrswege, beide Verkehrsarten. Also da haben wir jetzt nicht irgendwie gesagt, die Straße gefällt mir besonders gut, sondern hat sich überlegt, wie entsteht der möglichst geringere Schaden und Aufwand, und ich kann sowohl den Straßen- als auch den Radverkehr und den Schienenverkehr so weit wie möglich laufen lassen. Ja. Also das war jetzt die Maßgabe bei dem, bei der Überlegung, wie setze ich diesen Bau um. Genau. Und danach haben wir dann wirklich die ganzen Gewerke gesettelt und so kommt man dann auf geschmeidige 18 DIN A4-Ordner. Ja. Okay. Kann das auch sein. Genau. Könnte man vielleicht doch noch die Fall, das war jetzt ganz unten, doch noch die Folie zur Abstellanlage Nord zeigen und die Erläuterungen wiederholen? Die ging vorher aufgrund technischer Probleme komplett unter. Ich denke, das machen wir auf alle Fälle gern. Könnte man noch mal die Folie zeigen? Abstellanlage Nord, da sind wir. Die haben wir, glaube ich, ganz am Anfang. Das müssen die Folie nochmal 21 sein. Okay, 21, schauen wir uns direkt an. So, 21. Machen wir es. Haben wir es da? Das könnte es. Nee, das ist noch nicht. Ein Radar war so. Das ist die Abstellanlage Nord, das ist eine der ersten. Muss der Stelle teilen. So, war stabil? Ja. Jetzt. Also, da sehen wir jetzt die Abstellanlage Nord im Bereich der ehemaligen Lokschuppen. Das ist eine der ersten Maßnahmen, die wir haben. Dort werden also die Regionalzüge und so weiter abgestellt und auch wieder aufbereitet, also gereinigt und morgens auch wieder praktisch für den Verkehr bereitgestellt. Wir bauen, okay, kleine, ist hier, ne? Ja, wir bauen noch eine kleine Tankstelle da, um die Züge zu, Dieselzüge zu betanken. Aber ansonsten sind da, haben wir Reinigungsbahnsteige, wo dann abends die Züge gereinigt werden und für den Einsatz am nächsten Tag vorbereitet werden. Genau, also das ist faktisch, wo man die Züge dann vorhält, damit die wieder im Fahrplan eingesetzt werden können und natürlich dann auch wieder für die Frühpendler in dem Zustand sind, wo sie sagen, da setze ich mich dann doch eher lieber hin als die ungereinigten Sachen. Also deshalb ist es auch da, deshalb benötigt man die ganze Geschichte. Okay, wir schauen mal weiter in den Fragen. Hier hinten nochmal das Teil. Jawohl. So, und das Sonstiges, haben wir noch was Aktives? Schreiben wir mal bitte ganz runter. Welche Kosten kommen auf die Stadt Bamberg zu? Wie können diese gedeckt werden? Mit welchen Erhöhungen? Hundesteuer wird schwierig. Muss der Bürger rechnen, um dies finanziell zu tragen? 1 Milliarde, da war der Hund verdammt teuer, sage ich Ihnen. Umgelegt auf viele Hunde ist es vielleicht dreckiger. Ja, dreckiger, da kostet der Hund nur 50.000 Euro Hundesteuer. Die Bahn erhebt keine Hundesteuer, sondern das macht die Stadt Bamberg und die wird sich auch um die Finanzierung kümmern. Also muss man jetzt sagen, die Stadt Bamberg finanziert den Bau natürlich nicht. Zumindest muss mit beteiligt sein, aber die Masse kommt vom Bund. Ja, sie ist halt nur beteiligt bei den Kreuzungen, wo sie, genau, Änderungsverlangen hat. Ja.
Warum ist bei der Pfisterbrücke ein Bogen bei Erschütterungsplan zu sehen, bei der Zollnerstraße aber nicht? Da müssen wir mal auf das den Plan. Das ist Detailplan. Oder Herr Höck, können Sie das aus dem Stand beantworten? Ja, ich versuche es mal. Letztendlich ist es ja so, dass eigentlich der Betroffenheitskorridor für den Erschütterungsschutz ist eigentlich abhängig davon, wo eigentlich mal relevante Erschütterungstätigkeiten auftreten. Und das ist halt das Widerlager von der Pfisterbrücke ist anders als wie das Widerlager im Endeffekt bei der Zollnerstraße. Und deswegen ist da ein anderer Betroffenheitskorridor ermittelt worden. Das ist begründet in der Bautechnik. Also begründet sich in der Bautechnik das Ganze. So, haben wir noch aktuelle Fragen? Wie sieht das Kreuzungsbauwerk in Bamberg Nord aus? Wie hoch wird es sein? Oder geht es in die Erde, also geht es nach unten? Tja, wenn ich jetzt wüsste, was das Kreuzungsbauwerk in Bamberg Nord ist, wenn das die Trüge sind nach Schweinfurt. Also wir werden ja dort im Bereich die Grunacher Straße, die Straßenüberführung erneuern, die wird etwas erhöht, das haben wir eben in den Plänen gesehen. Und unten drunter fädeln die Gleise, hier sieht man jetzt in der Animation, da fädeln jetzt die Gleise aus Richtung Schweinfurt. Und ja, die Vertiefung wird dann so sein, dass wir unter der Grunacher Straße nur herkommen. Ja. Also geht nach unten. Geht nach unten. Das sind genau. die Jetzt ist es ein bisschen blau mit den Lärmschutzwänden angelegt, das sieht man leider nicht mehr. Aber was dunkelblau ist, das sind die für die jetzt dunklen Streifen, das sind die Tröge. Genau, das sieht man. Ja, und dann da sehen Sie auch, wie es in die Unterfahrung funktioniert. Das sind die Einfahrten und hinten kommen Sie wieder raus. Ich denke, das erklärt die Frage. Haben wir noch aktuelle Fragen? Lärmschutzwände, da wird der Lärm sozusagen nur umgeleitet nach oben. Gibt es Berechnungen, Gutachten, wo der Lärm sich sozusagen wieder niederschlägt, Beispiel einen Kilometer weiter? Da ist der Lärmgutachter der gefragte Mann, oder? Können wir auch direkt beantworten. Also Lärmschutzwände absorbieren noch Lärm. Also es ist nicht so, dass sie nur reflektieren und sie absorbieren. Das ist ein großer Unterschied bei den transparenten Lärmschutzwänden, die reflektieren mehr. Und das ist auch der Witz an den ganzen Lärmschutzwänden. Das sind dann Sandwich-Paneele, die sind mit Mineralwolle gefüllt und die schlucken tatsächlich den Lärm. Natürlich gibt es auch eine Umlenkung, ist auch ein Umlenkungsfaktor dabei, der wird auch berechnet. Und wenn Sie jetzt mal die Unterlagen in der Planänderung, da können Sie auch genau sehen, wie das funktioniert. Also jetzt nochmal, wir sind ja jetzt in diesem Planfeststellungsverfahren, das ist, glaube ich, jetzt wichtig für die Leute, die direkt betroffen sind, die direkt dort wohnen. Wir müssen erklären, eine transparente Wand ist schön, weil man durchgucken kann, aber sie bietet nicht denselben Lärmschutz. Also ich muss einen Tod sterben, entweder schön und lauter oder nicht so schön subjektiv gesehen und leiser. Also das muss man einfach wissen, damit Sie sich auch richtig entscheiden bei Ihren Einwendungen, was Ihnen denn im Endeffekt lieber ist. So, es fehlt noch eine Folie samt Erläuterung. Abquer steht Nürnberger Straße. Die hatten wir, glaube ich, drin. Kann man aber noch mal einsehen, ist kein Problem. Nach Norden oder nach Süden gehen, das ist die Frage. Ja. So, Abquer steht Nürnberger Straße. Also wir haben zwei einmal die normalen Streckenquerschnitte und wir haben sie im Bereich der Schallschutzwände. Also wir suchen sie gerade her und spielen sie noch mal ein. Nürnberger Straße, das sind jetzt, jetzt müssen wir mal weitergehen, jetzt müssen wir eigentlich nach Norden gehen. Herr Ministerpräsident Stein, kleinen Moment. So, jetzt sehen Sie sie. Können wir einen weiter machen? So, das ist jetzt Nummer 8. Da sind wir im Bereich der Schildstraße. Oberschildstraße, also praktisch nördlich der Geisteller Straße. Wir sehen die Stützwände, da sieht man eben, das ist eigentlich die größte Geländeabweichung, also da senkt das Gelände richtig ab, die Bahn läuft aber gerade durch, sie folgt ja dem Gelände nicht. Und diese Geländedelle wird eben ausgeglichen mit den Stützwänden. Das machen wir alles praktisch im Rahmen der Flächen, die uns auch da zur Verfügung stehen. Gut, da
sind wir ja schon wieder. Da sind wir jetzt nach Mythen, sind wir nach Süden gegangen, Münchner Ring. Die haben wir eben auch gesehen, eigentlich, dass haben wir dann die Bebauung angrenzend. Okay, und die Sachen kann man ja, wenn man jetzt detailinteressiert ist, sich auch nochmal anschauen. Die sind also in diesem ganzen Verfahren, kann man sich im Detail dann betrachten. Die ganzen Schnittzeichnungen ist alles da. Ja. Okay. Gut, dann das mit der Frage. Haben wir noch was Aktuelles? Viele Anwohner aus der Gereuth haben, halt nochmal zurück bitte. Genau. Haben einen Zugang vom S-Bahnhalt in Höhe des Spielplatzes. Jetzt nochmal. Viele Anwohner aus der Gereuth halten einen Zugang vom S-Bahnhalt in Höhe des Spielplatzes für die Kinder für sehr gefährlich und für die Bewohner nicht nötig. Wäre der S-Bahnhalt nur mit Zugang von der Nürnberger Straße möglich? Es wäre möglich, aber explizites Verlangen der Stadt von beiden Seiten den Zugang zu haben. Okay, also ist Wunsch der Stadt, dass man sagt, man will von beiden Seiten zu diesem S-Bahnhalt, also diesem kleinen Bahnhof, wenn wir es realistisch nicht hinkommen können. So, schauen wir, ob noch was Aktuelles kommt. Das hatten wir. Nach Ansicht der Erschütterungskartierungen und auch der Lärmgutachten erschließt sich mir die Vorgehensweise nicht. Zuweilen werden da Straßenzüge oder auch einzelne Anwesen als betroffen kartiert. Also ich, wenn ich die Frage richtig interpretiere, möchte der User gern wissen, wie kommt man zu diesen Evaluierungen, zu diesen Einschätzungen? Ja, können Sie da eine kleine Einleitung geben? Ja, kann ich machen. Ja, vielleicht zum Thema Lärm ist es ja letztendlich so, dass im Zusammenhang mit der anzuwendenden Verkehrslärmschutzverordnung, die ja eigentlich auch mal diesen Schutzanspruch an Schallschutz ja vorgibt, ja auch das entsprechende Rechenverfahren definiert ist. Und das heißt letztendlich, anhand von diesem Rechenverfahren wird eigentlich mal ermittelt, welche Gebäude, welche Anwesen sind zuerst mal betroffen. Und mit welchen Maßnahmen kann man eigentlich, mit welchen aktiven Maßnahmen kann man mal den größtmöglichen oder den bestmöglichen Schutz erzielen, auch insbesondere unter dem Aspekt mit den entsprechenden Gestaltungsanforderungen von der Stadt Bamberg. Beim Thema Erschütterungsschutz ist es ein bisschen anders. Beim Thema Erschütterungsschutz gibt es eigentlich kein festgelegtes Rechenverfahren, sondern da wird anhand von Messungen werden dann im Weiteren Prognoseberechnungen durchgeführt. Und beim Erschütterungsschutz ist es insbesondere relevant, wie sich denn eigentlich mal die ganze Systematik der Gleislage zu den bestehenden Gebäuden sich verändert. Und in weiterer Folge ist es einfach auch so, beim Erschütterungsschutz habe ich eigentlich relativ geringe Betroffenheitsbereiche. Das heißt, die sind irgendwo im Bereich bis maximal 60 Meter von der nächstgelegenen Gleisachse. Und davon ist es letztendlich dann auch abhängig davon, was für Erschütterungsschutz benötigt wird. Ja, besten Dank. Ich denke, das beantwortet die Frage, weil jetzt auch nichts mehr Neues reinkommt. Ich denke, wir haben sie weitgehend alle beantwortet, alle Fragen, die aufgelaufen sind in den letzten 2,5, 3 Stunden. Was noch nicht beantwortet ist oder was jetzt auch neu reinkommt, Sie können uns also weiterschreiben, wird binnen der nächsten 7 Tage beantwortet und ist auch hier im Netz nachzulesen auf der Homepage unter www.knoten-bamberg.de. Nochmal ganz wichtig für Leute, die jetzt speziell betroffen sind, also wo es um den einzelnen Häuslesbesitzer geht, wo es um Entschädigungszahlungen geht, wo Sie noch mal Fragen haben wegen Ihrem Garten ganz speziell unter Ihrem Namen, was wir jetzt aus Datenschutzgründen hier gar nicht besprechen dürfen. Bitte nutzen Sie dafür die Termine am 1. und am 3. März jeweils von 10 bis 19 Uhr im Best Western Hotel in Bamberg in der Luitpoldstraße 7. Da gibt es persönliches Gespräch. Die haben auch alle Unterlagen dabei, können Ihnen das detailliert sagen. Bitte aber telefonisch vorher anmelden. Ich sage nochmal die Nummer unter der 0160 9740 110
Nochmal die Nummer 0160 9740 110. Und natürlich Corona-Zeit, man muss sich anmelden, aber es wird sich Zeit fürs Lied genommen. Jeder hat da eine gute halbe Stunde. Herr Plenter, wenn das gar nicht reicht und es kommen noch mehr und die zwei Termine würden nicht hinhauen, trotz 10 Stunden, war es das dann oder schiebt dann, man ab? Dann finden wir noch ein Fenster. Also wird noch mal ein Termin geben oder eine Möglichkeit. Also es wird schon rege davon Gebrauch gemacht. Bitte anmelden, wenn Sie das nutzen möchten. Es gibt also, wie gesagt, eine hohe Nachfrage. So, wir wollen das Ganze nicht überreizen. Wir haben uns jetzt gut und gern 3 Stunden mit unterschiedlichsten Fragen beschäftigt, haben alles nochmal aufgearbeitet. Irgendwann müssen Sie auch schlafen, vor allem, wenn Sie morgen wieder arbeiten müssen. Ich bedanke mich bei allen denen, die sich hier beteiligt haben, direkt. Sie können das Ganze, es wird nochmal aufgereitet, auch nochmal in Ruhe anstehen, manche Passagen nachschauen. Also es wird mit Sicherheit ins Netz gestellt, das Ganze nochmal, um die Fragen zu beantworten. Also wir bedanken uns recht herzlich fürs Mitmachen. Ich bedanke mich auch bei allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen von der Bahn, die sich jetzt ihr Zeit auch genommen haben, um diese Fragen zu beantworten. Das Ganze ist ein großes Projekt, es ist ein schwieriges Projekt und sowas lässt sich halt nur gemeinsam lösen und das will man auch versuchen, auch während der Bauphase. Wir haben es gehört, wird man fürs Gespräch bereitstehen, dass es, wenn man so schön sagt, wenn es wo zwickt, das Problem gelöst werden kann und es klappt halt nur, wenn man miteinander spricht und deshalb soll es auch passieren. Geben Sie uns Feedback, wie Ihnen die Veranstaltung gefallen hat. Für uns war es jetzt auch Premiere, das Ganze online zu machen. Wir machen das natürlich viel lieber mit Ihnen zusammen, persönlich im Dialog. Zu Corona-Zeiten ist es nicht anders möglich. Wir freuen uns über Kritik, über Anregungen. Was könnte man besser machen? Und wir versuchen es da auch für die Zukunft zu verbessern, solange man das Ganze noch digital auch gestalten muss, wenn es nicht anders geht. Wir arbeiten dran, aber es gibt halt leider immer auch technische Probleme, die halt systemgebunden sind, für dass wir oft auch gar nichts können vom Output her, sondern weil es die Bandbreiten manchmal nicht hergeben. Falls was nicht geklappt hat, bitten wir dafür um Entschuldigung. Ich hoffe, wir konnten es aber nachlösen und nachschicken. Wir wünschen Ihnen von hier aus Erfurt allen einen schönen Abend und ich mache mich wieder auf den Zug nach Bamberg. In 48 Minuten dürft ihr da sein. Schönen Abend. Schönen Abend, auf Wiedersehen.